Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV, die fünfte Ausgabe rund um das Thema Palmblattbibliotheken. Und wie versprochen, gehen wir heute mal ein bisschen in die Geschichte und schauen uns die Geschichte der Tempelritter an, der Tempelorden an. Das ist ja sehr mystisch, möchte ich mal sagen. Ich freue mich sehr auf diese Sendung, denn ich fühle mich da, habe ich dir beim letzten Jahr schon gesagt, ich fühle mich da schon durchaus auch irgendwie hingezogen zu diesem Thema. Wäre mal interessant rauszukriegen, ob ich vielleicht mal einer war oder sowas, aber das ist schon etwas sehr, also wo ich eine hohe Affinität habe. Und wenn es euch auch so geht, dann freuen wir uns, dass ihr dran bleibt. Schnappt euch einen Kaffee oder einen Tee, ein Getränk eurer Wahl. Es wird sicherlich die nächste, ich denke mal wieder anderthalb Stunden richtig interessant werden. Thomas, erstmal herzlich willkommen in der Sendung. Ich grüße dich. Hallo, ganz herzlich Grüße zurück natürlich an dich und danke für die Einladung. Natürlich auch einen ganz, ganz lieben Gruß an alle, die uns hier zuschauen. Wo wollen wir denn da starten? Das ist ja ein sehr mannigfaltiges Thema. Fangen wir mit der Geschichte an, Gründung. Was gibt es für Themen, Hintergründe zu diesem Orden? Was meinst du? Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an, also dort, wo es eigentlich begonnen hat, am Anfang. Ja, irgendwann in der Zeit der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert. Es war dann der erste Kreuzzug 1096 bis 1099 endete ja mit der Eroberung von Jerusalem. Momentan ja auch wieder ein großes, großes Thema, was da momentan im Heiligen Land wieder passiert. Aber das ist jetzt nicht das Thema unserer Sendung, aber es hat auch irgendwo auch dann doch eine Affinität, wie umstritten diese heiligen Stätten doch im Geschichte, der Geschichte der Menschheit immer wieder gewesen sind. Und das war ja eigentlich auch einer der Gründe für die Gründung der Templer, also jedenfalls einer der offiziellen Gründe. Denn das waren allesamt Veteranen des ersten Kreuzzuges, die waren halt bei der Eroberung von Jerusalem dabei gewesen und haben sich dann etliche Jahre später, also manche sagen so um 1117, andere sagen 1118, das ist ein bisschen umstritten von den Quellen her, haben sie sich zusammengeschlossen zunächst zu einer Laienbruderschaft. Das war damals üblich, das konnten Laien machen, eine Bruderschaft formen, wenn sie dann einen entsprechenden Zweck hatten, und in dem Fall war der Zweck also der Schutz der Pilgerwege im Heiligen Land gegen Überfälle von Briganten, also von Räubern, und natürlich gegen die Angriffe der Sarazenen. Das klang erstmal sehr ehrenwert, und diese neuen Ritter mit ihren Bediensteten, ihren Reisigen, die wurden im Heiligen Land in Jerusalem auch sehr gut angenommen. Also der König oder wie er sich selber nannte, der Verwalter des Heiligen Grabes, der Balduin von Jerusalem, der hat ihnen sogar in ihrem eigenen Palast auf dem Tempelberg, hat er ihnen Quartiere eingeräumt. Das war dann schon nicht mehr so gewöhnlich, weil es waren zwar Adlige, aber dass sozusagen der König von Jerusalem für sie Platz macht und sagt, ach bitteschön, weil ihr seid, seid ihr bei mir willkommen. Das deutet ja darauf hin, dass es da sehr weitreichende Verbindungen gab, und die gab es tatsächlich, weil diese neuen Ritter waren allesamt Lehnsleute eines bedeutenden Grafenhauses, und zwar des Grafen der Champagne, des Grafen von Troyes. Und da kommen wir auf eine weitere Verbindung, die ebenfalls ins Heilige Land weist und die für die damalige Zeit doch recht außergewöhnlich ist. Denn am Grafenhof von Troyes gab es seit dem Jahr 1066 bereits eine Rabbinerschule. Also dort wurde jüdisches Leben gepflegt. Und wenn wir uns mit Mittelalter beschäftigen, ist so ein Stereotyp, dass man immer von den Pogromen gegenüber den Juden ausgeht, von der Diskriminierung. Aber hier sehen wir, dass es auch andere Beispiele gab, sondern dass eben Adlige ganz gezielt jüdische Wissenschaft, jüdisches Leben, jüdisches Brauchtum förderten und davon natürlich auch profitierten. Und da zeigt sich, dass hinter der offiziellen Gründung der Templer offensichtlich mehr zu suchen ist, als eben nur der Wunsch, die Wege im Heiligen Land sicher zu machen. Zumal diese neuen Gründungsmitglieder, das kann man so sagen, in den nächsten Jahren, also bis zu ihrer Rückkehr nach Europa, die war dann erst im Jahr 1127, also es hatten so 9 bis 10 Jahre, je nachdem, wo man das Gründungsdatum ansetzt, hatten sie ja Zeit, dort im Heiligen Land tätig zu werden. Sie sind tätig geworden, aber nicht eben in dem Sinne, in dem sie sich gegründet hatten. Sie haben also dort keine Patrouillen geritten, sie haben also nicht gegen die Sarazenen gekämpft oder gegen irgendwelche Räuberbanden, sondern sie haben ganz im Gegenteil mit dem muslimischen Gegner recht vertraute
recht vertrauten Umgang gepflegt, haben sie also dort offensichtlich Informationen beschafft, sind durch das Heilige Land gereist, waren an verschiedenen heiligen Punkten, unter anderem am Berg Nebo, haben aber auch regelrechte archäologische Ausgrabungen am Tempelberg in Jerusalem durchgeführt. Und das alles passte ja eigentlich überhaupt nicht zu dieser Mission, die sie sich selbst auferlegt hatten. Und selbst als ihr Gastgeber, der König Balduin, den ich schon erwähnt hatte, selbst als der bei einer unglücklichen militärischen Aktion in sarazenische Gefangenschaft geriet und dann für einen großen Batzen Gold wieder freigekauft werden musste, selbst da griffen sie nicht ein. Also sie haben nicht mal für denjenigen gekämpft, der sie da so großzügig beherbergt hat. Und das lässt schon einige Fragen aufkommen, was denn nun die wirkliche Mission gewesen ist. Und die könnte man als eine Suche beschreiben, welche offensichtlich mit dem Grafen von Troyes und natürlich auch mit der Rabbinerschule in Troyes in Verbindung steht. Ich bin aufgrund meiner Recherchen zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Veteranen des ersten Kreuzzuges von ihren jüdischen Freunden in Troyes einen Hinweis oder vielleicht auch eine Bitte erhielten, wenn ihr denn schon mal in Jerusalem seid, wenn ihr dort schon mal vor Ort seid, schaut euch doch mal nach gewissen Gegenständen um. Denn Jerusalem ist ist es heute noch einer der heiligsten Plätze des jüdischen Lebens, wenn nicht überhaupt der heiligste Platz. Also der Tempel, von dem ja heute nur noch die Klagemauer zu sehen ist, der ist sozusagen das Zentrum der Verehrung im jüdischen Glauben. Das hat damit zu tun, dass in dem Tempel einstmals das höchste Gut der jüdischen Religion, nämlich die Bundeslade, gestanden hat. Und möglicherweise war der Auftrag dieser neuen Gründungsmitglieder des späteren Tempelordens nach etwas zu suchen, was eben mit der jüdischen Religion, was mit dem jüdischen Brauchtum zu tun hatte. Ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, aber es gibt Hinweise, dass tatsächlich gezielte Grabungen am Tempelberg von Seiten der Gründungsmitglieder des Ordens durchgeführt wurden. Man hat historisch nachweisen können, dass sie unter anderem die sogenannten Pferdeställe des Königs Salomo, also riesige unterirdische Gewölbe, haben ausgraben lassen. Und in jüdischen Legenden ist vermeldet, dass es am Tempelberg 12 Verstecke gibt. 12 Verstecke für Wertgegenstände, aber auch für Wissen, die auf das Judentum und vielleicht noch sogar ältere Kulturen zurückgehen. 12 deswegen, für jeden der jüdischen Stämme ein solches Versteck. Nun könnte man sagen, es ist eine schöne Legende aus dem Mittelalter, aber diese 12 Verstecke sind tatsächlich entdeckt worden. Allerdings erst zu unserer Zeit, nämlich im Jahr 1963 durch Ausgrabungen von israelischen Archäologen. Die haben alle 12 Verstecke gefunden, wurden allerdings enttäuscht, denn alle 12 Verstecke waren leer. Da war nichts mehr drin. Jemand war ihnen um Jahrhunderte zuvor gekommen und das könnten durchaus die Gründungsmitglieder der Templer gewesen sein. Denn nach 10 Jahren Recherchen, Suchen, Ausgrabungen im Heiligen Land kehrten sie dann plötzlich wieder nach Europa zurück. Allerdings war auch diese Rückkehr vorbereitet worden, denn gleichzeitig mit ihrer Rückkehr wurde ein Konzil des Papstes in Troyes einberufen. Und auf diesem Konzil wurde interessanterweise diese Laienbrüderschaft als ein geistlicher Ritterorden anerkannt. Diese geistlichen Ritterorden, der älteste von denen ist der Hospitaliterorden, dieser Orden vom Heiligen Grabe, der bis heute noch existiert in zwei Zweigen. Also die Malteser sind die katholische Zweig, die Johanniter der Reformierte. Also dieser Orden hat bis in die heutige Zeit überdauert. Bei den Templern ist das etwas strittig, da kommen wir noch drauf. Die geistlichen Ritterorden waren ein Novum in dieser Zeit. Hintergrund, man hat im Feudalismus drei Stände gehabt, also den Wehrstand, also die Adligen, die Ritter, den Nährstand, also Bauern und Handwerker, und den geistlichen Stand, die Kleriker. Und die waren sauber voneinander getrennt. Die hatten also entsprechende Aufgaben und es war eigentlich nicht möglich, von einem Stand in den anderen zu wechseln, sondern wenn man sich mal entschieden hatte oder beziehungsweise in einen solchen Stand geboren wurde, blieb man da. Dieser geistliche Ritterorden, diese Idee, umfasste nun die Verschmelzung des Standes der Kleriker mit dem der Krieger. Das waren also Kriegermönche sozusagen, die dort entstanden sind durch die Gründung dieser Ritterorden. Und sie hatten natürlich auch ihre eigenen Kapläne. Sie hatten eine Regel, die denen eines geistlichen Ordens, vorwiegend dem der Zisterzienser, ansprach. Aber diese Regeln waren angepasst für das Leben im Felde, für das Leben im Kampf. Die
Regeln der Templer sind uns überliefert worden. Die sind von einem der größten Kirchenlehrer der damaligen Zeit, von Bernard von Clairvaux, geschrieben worden. Der ist später heilig gesprochen worden. Und interessanterweise beginnt die Präambel, das Vorwort dieser Regel, mit den Worten: Mit Gottes und dieser tapferen Männer Hilfe ist das große Werk vollendet worden. Nun hatte man gerade einen neuen Orden gegründet, der sozusagen noch seine Feuertaufe erleben musste. Und da spricht jemand in der Präambel von der Vollendung des großen Werkes. Das ist schon etwas seltsam. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Gründungsmitglieder der Templer durchaus etwas Wichtiges aus dem Heiligen Land mitbrachten, dann war diese Aufgabe erfüllt, dann war das große Werk vollendet. Und dieses große Werk würde ich so umreißen. Zum einen war die katholische Kirche durch den neu gegründeten Orden in dem Besitz von sehr großem Barvermögen, großem Wissen, ich würde das so übersetzen, dem Wissen der Baumeister des alten Ägypten, vielleicht sogar der Baumeister aus Atlantis gekommen. Zum anderen hatte aber auch die jüdische Gemeinde profitiert, weil offensichtlich Gegenstände des jüdischen Glaubens dort aus Jerusalem mitgebracht und ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder übergeben worden waren. Nun könnte man dem entgegenhalten, Moment mal, jüdische Gemeinde, die lebten noch alle in der Diaspora, die waren in ganz Europa verstreut, da gab es doch kein Königreich, da gab es doch nichts, wem hätte man das übergeben sollen? Denen in Troyes, bloß weil die den Auftrag erteilt hätten, aber was ist denn dann mit dem anderen Judentum? Dort muss man schauen, es gab im Mittelalter, von der Zeit Karls des Großen bis circa ins 13., ausgehende 13., 14. Jahrhundert, tatsächlich einen jüdischen Staat, mitten in Europa. Ein jüdisches Fürstentum, das nennt sich Septimanien, und das liegt im Gebiet des heutigen Südfrankreich, im Gebiet der Corbières, südlich von Narbonne bis zu den hohen Pyrenäen. Das war einstmals dieses jüdische Fürstentum Septimanien. Das ging dann im Zuge des Kreuzzuges gegen die Katharer mit unter. Im 13. Jahrhundert wird der König der Juden noch erwähnt, aber er wird gleichgesetzt mit dem König der Zigeuner. Das heißt, er hatte noch reale Macht, er hatte ein Volk, aber er hatte kein Staatsgebiet mehr. Na, das war dann schon übernommen worden durch die Kreuzfahrer. Aber wir reden jetzt über eine Zeit, die über ein Jahrhundert eher liegt. Und da existierte Septimanien noch. Und gehen wir einfach mal davon aus, die Templer haben etwas mitgebracht, ob jetzt die Bundeslade oder ob es nur die Menora und der Tisch der Schaubrot ist, darüber kann man streiten. Aber sie haben wichtige Gegenstände für das Judentum mitgebracht. Sie haben es den rechtmäßigen Eigentümern, also in dem Fall den Fürsten von Septimanien, übergeben, erhielten im Gegenzug entsprechend finanzielle Hilfe, was auch das große Vermögen des Ordens von der Gründung her erklären würde. Sie brachten außerdem ein bedeutendes Wissen mit nach Europa, was sich dann in ihrer Zeit auch niederschlug, die Zeit der Templers, die Zeit der großen Kathedralen. Während der Existenz des Ordens wurden europaweit über 280 große Kathedralen in Auftrag gegeben und erbaut. Manche, wie die Kathedrale von Chartres, in einer sagenhaften Zeit von nur 20 Jahren. Andere im Schnitt dauerten zwischen 40 und 60 Jahre. Also man könnte sagen, damals ein Menschenleben. Schon verhältnismäßig lang, aber trotzdem, wenn man sich überlegt, wie groß diese Baumaßnahmen gewesen sind, was das alles für Geld gekostet hat, ist es schon ein gewaltiges Unternehmen. Und das brauchte natürlich Geld. Gut, die Templer bekamen natürlich Privilegien. Sie mussten keine Steuern, keine Abgaben zahlen, waren nur dem Papst verpflichtet, also sozusagen die Privatarmee des Papstes, durften ihre eigenen Kapläne, also ihre eigene Geistlichkeit haben, waren keinem weltlichen oder kirchlichen Fürsten Rechenschaft schuldig, bekamen Privilegien wie eigene Mühlen zu erbauen, eigenes Salin, also Salzbergwerke zu betreiben und die Erlöse daraus zu verwenden. Das hat natürlich zum wirtschaftlichen Aufschwung des Ordens beigetragen, aber es gab auch so ein gewisses Gründungskapital und dessen Herkunft liegt eben zum Teil noch im Dunkeln. Dort würde ich halt eben jüdische Quellen vermuten, weil auch die Templer seit ihrer Existenz ein gutes Verhältnis zum Judentum hatten, was im Mittelalter, ich hatte es eingangs erwähnt, nicht so selbstverständlich war, da viele der Christen einfach die Juden als sozusagen die Mörder des Heilands verurteilt haben, was auch immer wieder dann zu entsprechen
entsprechenden Prokromen führte. Aber diejenigen, die es besser wussten, haben sich eben offensichtlich um sehr gute Beziehungen mit den jüdischen Mitbürgern bemüht. Und das hatte offensichtlich auch eine gemeinsame, ja, ein gemeinsames Interesse und dann gegenseitige Unterstützung zur Folge, die dann zum Aufblühen auch dieses Tempelordens führte. Die Tempelorden waren interessanterweise am Alten Testament vorwiegend interessiert und orientiert, so von der Regel her und von ihrer Auffassung. Mit einer Ausnahme, sie waren auch glühende Marienverehrer. Dass sie über ein großes Wissen verfügten, kann man sich heute noch auf der französischen Landkarte anschauen. Wir haben in Frankreich zwei Typen der großen Kathedralen. Zum einen die Notre Dame, also unsere liebe Frau, zum anderen die Saint-Étienne, also die Stephanus-Kathedralen. Wenn wir jetzt diese beiden Typen nehmen und beginnen wir einfach mit den Notre Dame-Kathedralen und verbinden die auf der Karte mal mit einfachen Linien. Also zeichnen dann eine geometrische Figur. Da wird man überrascht sein. Man stellt dann fest, dass man ein Sternbild dort findet. Und zwar das Sternbild des Drachens. Und wenn man die Saint-Étienne-Kathedralen auf der Karte verbindet, dann ergibt sich ein weiteres Sternbild. Das Sternbild der Jungfrau. Und da sind wir mitten im biblischen Geschehen. Und zwar im Geschehen des Neuen Testaments, prophetisches Geschehen, ja, die Offenbarung des Johannes, die Johannes-Apokalypse, die Situation, in der die Jungfrau vor dem Drachen steht und ihm letztlich besiegt. Das muss man sich vorstellen. Dieses biblische Geschehen haben die Baumeister der großen Kathedralen, die ich aufgrund meiner Recherchen und nicht nur meiner, sonst gibt viele Forscher, die da übereinstimmen, mit den Templern identifizieren möchte, weil die eigentlichen Baumeister der großen Kathedralen sind nicht namentlich bekannt. Das passt wieder zum Orden der Templer, denn ihr Wahlspruch lautete: Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Das heißt, einzelne Individuum, der einzelne Architekt war nicht wichtig. Wichtig war das Werk, was entstand. Und das war in dem Fall die Abbildung biblischen Geschehens hier in Europa. Dazu muss ich mich aber mit Geometrie, mit Mathematik, mit Kartografie, mit Statik auskennen. Und das sind, was da an Wissen verwendet wurde, das sind Erkenntnisse, die weit, weit über das hinausgingen, was wir dem Mittelalter, selbst im Hochmittelalter, zubilligen würden. Mhm. Und diejenigen, die es geschafft haben, eine kleine Kapelle, nämlich die vom Rio Lobos, mitten im geografischen Zentrum der Iberischen Halbinsel zu platzieren. Die Megalithkultur, die das schon mal versucht hatte, lag etwas daneben. Der Megalith, der das eigentlich kennzeichnen soll, der liegt 40 Meter außerhalb dieses Zentrums. Aber die Templerkapelle, die steht direkt da drin. Also man sieht, wie präzise die in der Lage gewesen sind, dort Vermessungen durchzuführen. Etwas, wo man sich heute noch drüber streiten kann, wie das im Einzelnen funktioniert hat. Also da müssen ja Karten vorgelegen haben, an denen man sich orientieren könnte. Und offensichtlich war das ein Teil dieses Wissens, ein Teil dieser Schätze, die sie halt aus dem Heiligen Land mitgebracht haben. Und das dürfte das Kapital der Templer gewesen sein, was sie nutzten, um dann den Orden europaweit tätig werden zu lassen, weil wir haben die Templer nicht nur in ihrem Kernland in Frankreich, wir haben sie auf der gesamten Iberischen Halbinsel, in Italien, auf dem heutigen Balkan, natürlich auch in Mitteleuropa. Hier in Deutschland gibt es relativ wenige architektonische Zeugnisse. Eines dieser Zeugnisse, das ich empfehlen würde, ist die Templerkapelle von Mücheln. Mücheln liegt in der Nähe von Wettin. Wettin ist ja die Stadt, in der unsere ursprünglichen sächsischen Herrscher mal, die Wettiner, ihren Stammsitz hatten, dort in der Nähe, wie gesagt, Mücheln, die Kleinstadt, wo man eine solche Kapelle heute noch besichtigen kann. Die ist wieder rekonstruiert worden, hat eine ganz interessante Geschichte, will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das würde jetzt die ganze Geschichte sprengen, aber dort kann man sich's mal anschauen. Natürlich andere Orte, die namentlich bekannt sind, Templin zum Beispiel, ist die Gründung der Templer, liegt drin. Tempelhof, der Teil von Berlin, auch dort hören wir den Namen heraus. In Paris haben wir immer noch Le Temple, da sieht man nicht mehr allzu viel, das ist alles abgerissen worden. Aber die Bezeichnungen, die Flurbezeichnungen, die existieren halt weiter. Wir haben aber die Templer natürlich auch in England, die Temple Church, wer mal nach London fliegt, sollte sich das unbedingt anschauen. In Schottland, Roslyn Chapel, nein, Roslyn Chapel ist kein Templerbauwerk, das ist erst lange nachher gebaut. Dass es inspiriert worden ist vom Wissen der Templer, durchaus zugegeben, weil die Familie Sinclair, die hatte Verbindung zu den Templern, aber der Bau erfolgte erst lange nach dem offiziellen Ende des Ordens. Aber in der Nähe von Roslyn Chapel, nur 5 Kilometer entfernt, gibt es eine Ortschaft, die heißt Temple. Liebe Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für wichtige Informationen.
Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht mit einem absoluten Spezialisten zum Thema Lebensversicherung. Und was der mir gesagt hat, das sollte auch dich interessieren. Nämlich, Lebensversicherungen haben eine Rendite von ca. minus 1,9% im Standard. Wenn du das umgehen möchtest und dieses tote Pferd absteigen möchtest, schau mal auf meiner Homepage. Dort findest du die Möglichkeit, deine Lebensversicherung zu prüfen, ob sie wirklich noch rentabel ist. Und im Idealfall erhältst du nach 18 Tagen dein Geld zurück. Glaub mir, es lohnt sich, denn es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, dein Vermögen zu schützen. Steig ab von diesem toten Pferd. Und nun geht's weiter mit diesem Video. Und das war das Hauptquartier der schottischen Templer während der Zeit des Ordens. Und in Irland finden wir sowohl im Norden als auch im Gebiet der heutigen Republik Irland ebenso Niederlassungen. Eskeaton zum Beispiel war ein Hauptquartier der Templer in Südirland. In der Nähe interessanterweise befindet sich heute auch noch der Hellfire Club von Eskeaton, also das, was davon übrig ist. Aber das ist eine andere Geschichte, hat mit den Templern nichts zu tun. Man hat es in der Volkssage dann miteinander verwoben, aber das hat historisch da keinen Einfluss. Die Templer sind ja auch sehr verleumdet worden, vor allen Dingen nach dem Ende des Ordens, und das spielt dort offensichtlich eine Rolle. Was ich damit aber sagen will, wir haben es mit einer paneuropäischen Organisation zu tun. Eine Organisation, die zum ersten Mal der feudalen Fesseln ledig war, die ansonsten jeden eigentlich an seinen Grund oder an seinen Lehnsherrn oder an seine Stadt, an seine Region banden. Die Templer konnten sich in Europa frei bewegen, und das spürte man. Sie waren nicht nur die unerschrockenen Kämpfer im Heiligen Land, natürlich, das war noch außen hin die offizielle Aufgabe, und sie haben sich in zahllosen Gefechten und Schlachten ausgezeichnet, galten als eine der mutigsten Einheiten. Und neben den Hospitalitern und den Deutschern war es auch eine der wenigen sozusagen regulären und disziplinierten Einheiten auf Seiten der Kreuzfahrer. Die anderen, die Masse der Kreuzfahrer, musste nur maximal 40 Tage im Heiligen Land dienen, um die ganzen Privilegien, also die Vergebung aller Sünden und den Platz im Himmelreich, sich zu verdienen. Abgesehen davon, dass man dann reichlich Beute machen konnte, wenn es denn klappte. Ja, führt aber dazu, dass diese Aufgebote an Kreuzfahrern nicht immer sehr diszipliniert gewesen sind, wobei es natürlich auch gewisse Rivalitäten zum Beispiel zwischen Franzosen und Engländern gab, aber auch zwischen Deutschen und den Franzosen. Da gab es also immer wieder solche Befindlichkeiten, und die waren natürlich im militärischen Sinne sehr dekonstruktiv und führten auch so zu mancher Niederlage auf Seiten der Kreuzfahrer. Die regulären Einheiten der jeweiligen Orden, also der drei großen Orden, wie die Hospitaliter, die Templer und die Deutschen, die haben also meistens die Hauptlast der Kämpfe getragen und oftmals auch das Schlachtenglück noch wenden können. Es gab allerdings einen Orden, das will ich jetzt nur am Rande erwähnen. Wenn man die Templer von den Templern hört, dann geht man immer davon aus, dass sie die todesmutigen Kämpfer gewesen sind. Aber es gab noch einen Orden, der war noch gefürchteter als die Templer und alle anderen Orden zusammen. Das war der Orden vom Heiligen Lazarus. Und im Orden des Heiligen Lazarus fanden sich Ritter zusammen, die von der Lepra befallen waren. Der Aussatz, wie man es im Mittelalter sagte, war damals eine sehr langsam verlaufende, aber damit auch immer tödlich verlaufende Krankheit. Es gab keine Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen. Das ist erst unserer Zeit vorbehalten. Dort sie zumindest zum Stoppen zu bringen. Also heilen ist es ja auch nicht immer, man kann sie aufhalten. Und damals war das eigentlich das Todesurteil, und zwar ein sehr langes, langsames und qualvolles Todesurteil. Und um das zu vermeiden, suchten die Erkrankten auf dem Schlachtfeld, solange es noch ging, den Tod. Und deswegen war diese Einheit des Heiligen Lazarus natürlich immer vornweg. Und sie waren auf der Gegenseite bei den Sarazenen absolut gefürchtet für ihren Todesmut, weil jeder wusste, die hatten nichts zu verlieren. Mhm. Und so haben sie sich auch verhalten, so haben sie gekämpft. Das vielleicht nur am Rande noch dazu. Aber die Templer selbst waren eben nicht nur diese schlagkräftige Einheit im Morgenland, sondern sie haben auch in Europa gewirkt, und dort in einer ganz anderen Art und Weise. Sie haben hier Handel und Wandel befördert, natürlich im eigenen Interesse, weil eine funktionierende Wirtschaft braucht man, wenn man militärische Unternehmungen gerade so weit entfernt damals im Morgenland unternimmt. Dann braucht man funktionierende Etappe, braucht man entsprechende Ressourcen, und dafür haben die Templer hier in Europa gesorgt. Die großen Handelsrouten ihre Komtureien, also diese befestigten Landgüter, errichteten, indem sie
das Räuberunwesen, aber auch diese Fäden zwischen den einzelnen Grundherren unterbanden. Es gab ja diesen Gottesfrieden, der eben darin mündete, dass man doch lieber gegen die Ungläubigen kämpfte, als sich gegenseitig hier in Europa als Christen an die Kehle zu gehen. Sie haben neue Formen des Wirtschaftens entwickelt. Interessanterweise zum Zeitpunkt, als es üblich war, das Leibeigene auf den Feldern und in den Forsten und den Handwerken schufteten. Da war es bei den Templern anders. Dort gab es keine Leibeigenen auf den Templergütern. Das waren freie Pächter. Und die entrichteten an die Templer lediglich den Zehnten, also das, was auch die Kirche ansonsten forderte. Und den Rest durften sie behalten. Das heißt also, die Templer schufen eine ganze Population von sehr motivierten Bauern, Handwerkern und Arbeitern, die wussten, je mehr ich jetzt produziere, je mehr ich schaffe, je effizienter ich bin, umso mehr bleibt am Ende für mich übrig, weil ich gebe ja nur den zehnten Teil ab, der Rest ist meine. Also hatten die Leute plötzlich eine Motivation, dort zu arbeiten, innovativ zu sein, mitzudenken. Das förderte natürlich wieder die Wirtschaftskraft der Templer. Ein schönes Beispiel, ich war gerade letzte Woche mit einer Gruppe wieder in Südfrankreich unterwegs, auf den Spuren der Katharer, auf den Spuren der Templer, aber natürlich auch in Rennes-le-Château. Und wenn man da unterwegs ist, sollte man sich eine Region besonders anschauen, und zwar ist es das La Sarque. Das La Sarque ist ein sehr karges Hochland in der Nähe der südfranzösischen Stadt Millau. Wer sich für Technik interessiert, verbindet mit Millau dieses fantastische Autobahnviadukt, diese Riesenbrücke über die Schlucht des Tarn, die erst vor wenigen Jahrzehnten in Dienst gestellt worden ist. Und dort in der Nähe von Millau liegt eine Stadt der Templer, La Couverturade, die ist noch so erhalten wie im Mittelalter, und sie steht da eigentlich als völliger Fremdkörper in dieser unwirtlichen Landschaft. Jetzt fragt man sich vielleicht, was haben die Templer dort gemacht? Und das zeigt, die Geschichte dieser Stadt zeigt die Innovativkraft dieses Ordens. Die haben gute Grundstücke am Tarn, unten am Fluss, in der Ebene, getauscht gegen Grundstücke auf dieser unwirtlichen Hochebene. Und diejenigen, die dort angesprochen würden und diesen Tausch dann bewerkstelligen sollen, die haben sich gedacht, der Orden hat einfach zu viel Geld oder die Templer sind einfach nur dumm. Ja, wie kann man so gute Grundstücke da am Fluss, wo man Wasser hat und grüne Weiden hergeben, gegen diese Einöde mit wenig Gras, viel Steinen und keiner Möglichkeit für Landwirtschaft. Man hat natürlich gern gegeben, die Templer haben sich auch gefreut, und dann haben sie was gemacht, was niemand erwartet hat. Sie haben dort in das La Sarque große Schafherden mit ihren Hirten gebracht. Und die Schafe, die fühlten sich dort in der Gegend wohl. Das ist die einzige Form von Landwirtschaft, die man bis heute dort betreiben kann. Schafe bedeuteten aber Wolle. Wolle bedeutete Tuch. Und Tuch bedeutete Handel. Und Handel bedeutete Reichtum. Und so entstand La Couverturade innerhalb von wenigen Jahren. Und nach dem Ende des Templerordens haben die Hospitaliter diese Region vom Papst zugesprochen bekommen. Die haben sie bis zu den Religionskriegen mehr oder weniger gut erhalten, aber sie haben eigentlich nur von der Substanz gelebt. Und danach wurde das La Sarque über Jahrhunderte zum Armenhaus. Erst der wirtschaftliche Aufschwung im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts brachte etwas Erleichterung, ging aber auch nur bis in die 60er Jahre. Dann kam die Konkurrenz aus Fernost und heute ist das La Sarque ebenfalls von den touristischen Angeboten. Mal abgesehen ist es eigentlich wieder ein Teil des Armenhauses von Frankreich, muss man einfach so sagen. Aber der Vorteil bei Couverturade war, weil das Geld dann irgendwann ausging, hat man halt diese Stadt nicht verändert, sondern die ist so geblieben, wie sie zu Zeiten der Tempel und der Hospitaliter war, und gewährt einen Blick, einen wirklich lebendigen Einblick ins Mittelalter, weil es ist keine Ruinen, die sind heute noch bewohnt, die Häuser. Da gibt es Geschäfte, da gibt es auch die Nachbauten der alten Einrichtungen wie Backhaus, in dem heute noch gebacken wird. Da wird noch traditionelle Landwirtschaft betrieben. Eine Windmühle hat man wieder rekonstruiert, die tatsächlich funktioniert. Also ist hochinteressant, das mal zu sehen, ist wirklich ein Blick ins lebendige Mittelalter und nebenbei nicht gar so touristisch wie das etwas größere Carcassonne, da südlich in Okzitanien gelegen. Mhm. Das vielleicht auch noch als Hinweis. Das als Idee für diese Wirtschaftskraft, die der Tempel entwickelte. Und sie haben natürlich sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Finanzbereich betätigt. Sie waren die einzigen Christen, die Geld gegen Zins verleihen durften. Wohlgemerkt gegen Zins, nicht gegen Zinseszins. Ne? Zinseszinsverbot gab es, aber gegen Zins durften sie Geld verleihen. Und sie haben noch weitere Innovationen getätigt. Solche Sachen wie Wechsel und Scheck, was ja im Bankwesen
über Jahrhunderte sehr wichtig gewesen ist, bis jetzt natürlich die elektronischen Geschichten das alles ablösen, aber noch vor 20 Jahren Wechsel und Check waren da sehr bedeutsam. Auch diese Erfindungen gehen zurück auf die Templer. Und zwar haben sie mit sogenannten Wertbriefen angefangen. Als Beispiel, da gibt es meinetwegen in Köln einen Kaufmann, der würde gern in Mailand auf der großen Messe dort Geschäfte machen. Nun muss er halt nach Mailand reisen. Wenn er Geschäfte machen will, braucht er Geld. Das heißt, das muss er mitnehmen. Er ist damit sehr unbeweglich und er ist natürlich ein beliebtes Ziel für Räuber, Briganten aller Art. Also doch recht risikoreich, das zu machen. Die Templer haben das erkannt und haben daraus ein Geschäft gemacht. Das heißt, der Kaufmann konnte zu Zeiten der Templer dann einfach in die Komturei, also die Niederlassung der Templer in Köln gehen, hat dort seine Summe, die er meinte, in Mailand dann zu brauchen, einbezahlt, erhielt einen Wertbrief, der nur auf ihn ausgestellt war und auch so fälschungssicher gestaltet war. Also wie gesagt, fälschungssichere Sachen ist nicht in Zeit unserer Zeit hier in Erfindung, sondern wurde damals schon entsprechend benutzt. Mit diesem Wertbrief konnte er sehr leicht und auch sehr sicher reisen. Natürlich auf den Straßen, die von den Templerpatrouillen geschützt wurden. Also da gab es keine großen Bedrohungen. In Mailand hat er dann die örtliche Komturei aufgesucht, hat sich das Bargeld auszahlen lassen, abzüglich natürlich einer kleinen Gebühr, die Templer erhoben haben. Dann konnte er seine Geschäfte machen und den Gewinn, den er dort erzielt hat, hat er wieder in Mailand eingezahlt, bekam den nächsten Wertbrief, den hat er dann in Köln dann wieder eingelöst oder irgendwo anders, wo er weitere Geschäfte machen wollte. Also das war dieses Scheckwesen, was von den Templern da entwickelt wurde, sehr effizient. Auch das belebte natürlich die Wirtschaft. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Templer sich sehr mit Wissenschaft und Technik beschäftigen. Interessanterweise auch im Morgenland. Sie waren durchaus aufgeschlossen, was Bewässerungssysteme anbetraf. Sie haben also nicht alles abgelehnt, nur weil es eben islamisch oder muslimisch war. Sie haben schon genau hingeschaut, was können wir denn verwerten. Und es gab sogar einige Regionen, in denen sie mit islamischen Gruppierungen zumindest neutrale, teilweise sogar freundschaftliche Verhältnisse pflegten. Und es gab einige Regionen im Heiligen Land, da zahlten islamische Gruppierungen sogar eine Art Schutzgeld oder ein Lehensgeld an die Templer, damit sie dort leben durften. Allen voran die ja ebenso wie die Templer geheimnisumwobenen Assassinen, diese schiitische oder ismailitische, müssen wir sagen, ismailitische Sekte, die ja auch zeigt, dass der Islam nicht diese monolithische Front ist, wie er uns heute gerne dargestellt wird. Also im Islam gibt es genauso unterschiedliche Geistesströmungen wie im Christentum. Und dort sind die Gegensätze noch viel ausgeprägter. Also die erinnern heutzutage noch an die Zeit, die das Christentum vielleicht im 16. und 17. Jahrhundert während der großen Religionskriege durchlebt hat. Also da streiten wirklich die einzelnen Flügel des Islam miteinander, wie man so schön sagt, bis aufs Messer. Ja, die Sunniten, das sind die Schriftgläubigen, die also nur dem Koran folgen, gestehen gegenüber den Schiiten, das sind also die Gläubigen der Blutlinie, die gehen davon aus, dass der Kalif, also der oberste Herr der islamischen Welt, der Umma, nur jemand sein kann, der direkt aus der Blutslinie von Mohammed, von dem Propheten stammt. Das ist also dort sehr umstritten im Islam. Und innerhalb der schiitischen Gemeinschaft gibt es nochmal die Ismailiten. Die Ismailiten sind eine Gruppierung, die sich auf einen bestimmten Imam, also einen bestimmten Nachfolger von Mohammed beziehen, der nach historische Ansicht wohl ermordet worden ist, der aber nie gefunden wurde. Und die Ismailiten glauben, der sei entrückt worden und käme dann sozusagen als der Mahdi, also als der Erlöser, der Nachfolger von Mohammed, irgendwann mal zurück. Und die werden von beiden Gruppierungen, also sowohl von den Schiiten als auch von den Sunniten abgelehnt und wurden im Mittelalter erheblich bekämpft. Und die haben sich dann zurückgezogen in das Grenzgebirge, was heute zwischen dem Syrien und dem Iran sich erhebt. Und dort hatten sie eine Festung, also mehrere, aber die Hauptfestung war Alamut. Und von Alamut aus haben sie dann ihr Siedlungsgebiet verteidigt. Da sie zahlenmäßig sehr wenige waren, haben sie sich auf Anschläge gegenüber Würdenträger ihrer Feinde spezialisiert. Also die haben sie dann gezielt umgebracht. Und nicht umsonst heißt der politische Attentäter bis heute im Englischen noch der Assassinator. Also das geht auf sie zurück, auf die Assassinen, wobei das eigentlich ein furchtbarer Übersetzungsfehler ist. Mhm. Man hat eben gesagt, die Assassinen, also die Meuchelmörder, andere haben gesagt, ja, das
kommt von Haschischin, weil man hat ihnen nachgesagt, sie hätten also Haschisch zu sich genommen, um sich so in einen Rauschzustand zu versetzen, während sie dann ihre Missionen ausführten. Aber eigentlich heißt der Begriff, mit dem sie sich bezeichnet haben, Fedaijin, das heißt die Opferbereiten. Also sie waren bereit für ihren Glauben zu sterben und für ihre Ziele. Und das ist der eigentliche Name, aber man hat eben durch Verballerung dann die Assassinen draus gemacht. Interessanterweise, diese Gruppierung hat sich gegenüber den Templern sehr neutral verhalten. Die zahlten eben, wie gesagt, auch entsprechendes Lehensgeld an die Templer, standen dort wohl auch eine Zeit lang unter ihrem Schutz. Das zeigt, dass die Templer also nicht nur auf dem Schlachtfeld einfach stur gegen die Sarazenen gekämpft haben, sondern auch gesehen haben, dass sie sich auf der anderen Seite auch irgendwo Verbündete schufen, die dann eben den jeweiligen Kalifen oder die jeweilige Dynastie entsprechend schwächen konnten. Also schon auch eine interessante Diplomatie, die sie dort gefahren haben. Und sie haben auch entsprechend Wissen aus anderen Kulturen akkumuliert und für sich verwendet. Es ist sicher so, dass die Templer auch sich mit Alchemie beschäftigt haben, dass sie sich mit bestimmten Heilmethoden beschäftigt haben. Da kommen wir auch noch ein anderes Thema. Wenn wir jetzt in der Geschichte schauen und man spricht über die Templer, denkt jeder eigentlich an diesen Männerbund, ne, an diese Brüder, die da kämpfen gegen ihre Feinde. Aber es gab nicht nur die Templer, es gab auch die Templerinnen. Das ist in der Geschichte zwar belegt, aber wird kaum thematisiert. Und die Mädels, die haben das gemacht, was wir heute so als rückwärtige Dienste bezeichnen würden. Also sie haben sich um die Verwundeten gekümmert, sie haben so die interne Struktur, heute würde man sagen Backoffice, gepflegt. Und eine der berühmtesten Templerinnen ist die Schwester Ubaldina. Die hat im Jahr 1145 bis 1156 einige Bücher geschrieben, und zwar interessanterweise über die Wundpflege, also Sepsis, und wie man eben die Entzündung in den Wunden behandelt, wie man das vermeidet, auch über ein weiteres Kompendium über Volkskrankheiten der damaligen Zeit. Und das ist insofern spannend, als sie sich auch mit solchen Themen wie Epilepsie, also damals hat man das als Feitstanz bezeichnet, beschäftigt. Und im Mittelalter glaubte man gemeinhin, jemand, der Epileptiker ist, der ist von einem bösen Geist, von einem Dämon besessen. Und man hat also nicht den Arzt oder den Heiler geholt, sondern den Teufelsaustreiber. Und das war dann meistens das Todesurteil für dieses arme Opfer, ja, weil er wurde dann mit dem Exorzismus gegeißelt. Und das, wenn man solche Probleme hat wie beim Epileptiker, führt das auch zum Tod. Und die Schwester Ubaldina wich da völlig von dieser offiziellen Meinung ab. Zum einen hat sie die Epilepsie richtigerweise als Krankheit erkannt, nicht eben als Besessenheit. Sie betrachtet die Epilepsie in ihren Abhandlungen auch als behandelbare Krankheit. Da geht sie mit unseren heutigen Medizinern konfirm. Das heißt, die sagen ja auch, wir können Epilepsie behandeln. Der Epileptiker muss die entsprechenden Präparate nehmen, möglichst regelmäßig. Und dann ist er gut eingestellt, da gibt es auch keine Probleme. Die Schwester Ubaldina ging noch weiter, die sagte, es ist eine heilbare Krankheit. Also wir können heute die Symptome unterdrücken, aber sie hatte bestimmte Kräutermischungen. Leider Gottes sind ein Großteil der Kräuter eben nicht mehr erhältlich, weil sie halt ausgestorben sind, diese Pflänzlein, beziehungsweise eben nicht mehr die notwendigen Wirkstoffe aufweisen in unseren Zeiten. Und mit diesen Kräutermischungen konnte man zu ihrer Zeit Epilepsie offensichtlich tatsächlich kurieren. Also interessanterweise, wie dort eben auch Natur- und Kräutermedizin mit verwendet wurden, nicht nur eben um die Verletzungen der Tempelritter, der Kämpfer zu kurieren, sondern eben auch im sozusagen Volkskrankheiten dort auf diese Weise mit zu behandeln. Also das Kapitel der Templerinnen, die Geschichte der Templerin, die muss eigentlich noch erzählt werden. Na, da bin ich momentan auch dabei, dort einige Recherchen zu betreiben. Ist relativ aufwendig, aber ich denke, wird sich am Ende durchaus lohnen. Und wenn man eine solche Organisation hat, die in ganz Europa zu tun hat, wenn man ja sich über jeden innereuropäischen Zwist hinwegsetzen kann, dann hat man eigentlich eine Organisation, die in der Lage ist, das christliche Abendland zu einen. Also das, was den Templern vielleicht vorschwebte, war so etwas wie eine vorweggenommene EU. Allerdings nicht dieser wirtschaftliche Moloch, dieses bürokratische Konstrukt, was uns heute plagt, sondern sie wollten ein einiges, ein spirituelles Abendland, eine gemeinsame Heimat für alle Europäer im Namen des christlichen Glaubens errichten. Und das war etwas, was sie eben Zeit ihrer Existenz auch versucht haben, unabhängig von den jeweiligen feudalen Herrschern. Wer sowas unternimmt,
schafft sich natürlich auch mächtige Feinde. Zumal, wenn er sich eben auch über gewisse zeitgeistige Strömungen hinwegsetzen kann, wie zum Beispiel der Bekämpfung der sogenannten Ketzer oder Heretiker. Und davon gab es ja in Europa eine ganze Menge. Die bekanntesten zur Zeit der Kreuzzüge waren ja die Katharer. Ich hatte den Begriff vorhin schon mal erwähnt. Jene Glaubensgemeinschaft, die ihren Ursprung in Südfrankreich hatte, die aber über ganz Europa verbreitet waren und deren Auffassung sich zwar sehr von der katholischen Kirche unterschied, die aber ihr Wissen und ihre Kenntnisse ebenfalls aus der Bibel bezogen. Also sie haben sich selbst als gute Christen, bon chrétien oder gute Menschen als bonhomme bezeichnet. Der Begriff Katharer kommt von ihren Verfolgern, der Kirchen Fürst Eckbert von Schönau aus Köln, der hat in einer Streitschrift sie als Katharoi beschrieben, also die sich reiner fühlen als der Papst selbst. Und deswegen war es eigentlich ein Schimpfwort. Ja, das ist aber überkommen und wird heute als Bezeichnung für diese Glaubensgemeinschaft allgemein verwendet. Und die Katharer, wie gesagt, waren Christen. Und als sie verfolgt wurden, öffneten die Templer die Tore ihrer Komtureien für die Verfolgten. Denn in ihrer Regel steht nur, dass sie gegen die Feinde der Christenheit zu Felde ziehen. Nicht gegen Christen, die einen anderen Gottesbegriff oder eine andere Auffassung vom Glauben haben als die katholische Kirche. Und so verzeichnen wir während der Zeit der Katharerverfolgung, grob gesagt zwischen 1209 und 1246 speziell, verzeichnen wir einen großen Zustrom von Katharern bis in obere Ränge des Ordens hinein. Das heißt also, dort kamen auch neue Ideen und auch neue Welt mit hinein. Und das führte wahrscheinlich dann dazu, dass der Templerorden selbst der Häresie verdächtigt wurde, ja, dass die Templer also selbst als Ketzer dann angeklagt werden sollten. Der Hintergrund, warum das wirklich passierte, war natürlich ein anderer. Vorwürfe, dass die Templer arrogant seien, dass sie sich Dinge herausnehmen würden, die sich sonst niemand herausgenommen hat, das begleitet den Orden durch die ganze Zeit. Aber schauen wir uns die Leute mal an, speziell die kämpfende Truppe. Das war eine Eliteeinheit. Die kann man vergleichen mit den Green Berets, die kann man vergleichen mit der KSK oder mit der Fremdenlegion in Frankreich. Und das sind halt Elitekämpfer, die haben ihre eigenen Rituale, die haben ihren eigenen Ehrenkodex und die setzen sich eben auch über das hinweg, was eben für Zivilisten als allgemein verbindlich gilt. Und das Sprichwort, er säuft wie ein Templer, das gibt's heute noch in Frankreich. Zeigt also, dass die Jungs auch recht trinkfest waren. Und ja, wenn man da mal gefeiert hat, dann ist man natürlich über die Stränge geschlagen. Und das, was also ein Vorwerfen so in Richtung schwarze Messen und so weiter kam, das ist dann wahrscheinlich eher so zusammengestückelt als irgendwelchen, hat mal einer gesehen oder gehört von einem, der einen kannte, der vielleicht gesehen haben könnte, dass die Jungs da irgendwelchen Quatsch da gemacht haben bei ihren Zusammenkünften. Ja. Das war während der Zeit des Ordens, kam das immer mal wieder, aber wurde natürlich immer wieder abgebügelt von der Kirche, weil man brauchte die Templer. Das änderte sich dann nach dem Ende der Kreuzzüge, denn die gingen ja bekanntermaßen für die Europäer nicht so erfolgreich aus, sondern die wurden letztlich wieder aus dem Heiligen Land vertrieben nach ca. 200 Jahren. 1297 fiel die letzte Stadt, nämlich Akkon. Die Templer waren die letzten, die dann abrückten. Die haben noch zwei Jahre bis 1299 versucht, von einer kleinen Insel Tortosa vor Akkon, die ist eigentlich weitgehend wasserlos, haben sie trotzdem versucht, noch dort die Stellung zu halten. Das erwies sich dann als völlig aussichtslos. Sie sind nach Zypern gegangen. Letztlich dann haben sie sich nach Frankreich zurückgezogen. Und dann kam die europäischen Feudalmächte, aber auch der Vatikan in ein großes Dilemma. Man hatte drei große, schlagkräftige, unter Waffen stehende geistliche Ritterorden, also die Hospitaliter, die Deutschherren und die Templer. Interessanterweise haben die beiden Ersteren, also die Hospitaliter und die Deutschherren, den Braten gerochen. Die haben gemerkt, hier dreht sich der Wind, wir sind nicht mehr länger willkommen, wir werden nicht mehr länger gebraucht, weil neuer Kreuzzug ließ sich nicht auf die Beine stellen. Sie waren praktisch überflüssig geworden. Was jetzt? Die Hospitaliter haben gesagt, macht man ja heute auch, wenn man sich neu aufstellen muss, sie konzentrieren sich auf ihre, sagen wir es mal so salopp neudeutsch, Kernkompetenzen, also auf die Pflege von verwundeten Kranken, auf die Betreuung von Pilgern. Damit waren sie aus der Schusslinie. Die Deutschen haben gesagt,
ja, wir verschwinden mal lieber von der mitteleuropäischen Bühne, wir gehen nach Osten. Da gibt es noch Heiden, da gibt es noch diese Prutzen, also die Preußen, und die sind keine Christen, und die gehen wir jetzt bekehren. Wir begeben uns auf einen ewig währenden Kreuzzug gegen die heidnischen Preußen. Damit haben wir eine Aufgabe, und ja, damit waren sie sozusagen auch aus dem Fokus. Und die einzigen, die zögerten und offensichtlich keinen so richtigen Plan hatten, das waren die Templer. Und das war mit der damaligen Struktur des Ordens vielleicht auch zu erklären. Derjenige, der nach den ganzen Verlusten von hochrangigen Offizieren letztlich an der Spitze des Ordens stand, das war Jacques de Molay. Zu dieser Zeit schon ein alter Mann, sicherlich ein erfahrener Soldat, ein guter Schlachtenführer, ein guter Taktiker, aber beileibe kein Politiker und kein Stratege. Er hatte nicht das Format eines Hugues de Payen oder eines Gottfried von Saint-Omer, wie es die Gründungsmitglieder waren, und so jemanden hätte man in dieser Situation gebraucht. Aber Jacques de Molay war eigentlich der falsche Mann am falschen Platz zur falschen Zeit. Und das hat wohl den Untergang des Ordens mit verursacht, aber auch so interne Richtungsstreitigkeiten. Es gab so einige Ideen, was die Templer machen konnten. Eine kleine Fraktion sagte, ja, wenn niemand aus Europa uns unterstützt, dann gehen wir ganz allein zurück ins Heilige Land und kämpfen da. Da haben die anderen gesagt, na, liebe Brüder, also so auf Himmelfahrtskommando stehen wir eigentlich alle nicht. Also das ist nicht so die richtige Idee. Und dann gab es eine andere Fraktion, die war schon stärker. Die hat gesagt, naja, wir haben doch überall in Europa unsere Verbindungen. Wir haben ein funktionierendes Wirtschaftsimperium. Ein Großteil der europäischen Herrscher steht bei uns in der Kreide. Ja, mein Gott, dann machen wir halt Banken auf. Dann so wie die Fugger, die Welser. Also finanzieren wir halt den europäischen Adel. Haben wir doch genügend zu tun. Und dann kann uns eh keiner. Und andere wiederum sagen, na ja, aber so ganz über Europa verstreut und ohne irgendwelches Zentrum, das passt uns auch nicht so richtig. Wir könnten uns eigentlich einen eigenen Ordensstaat schaffen. Und die beiden Ideen, also wir finanzieren den europäischen Adel und wir schaffen uns einen eigenen Ordensstaat, die waren dann so die beiden, die man verfolgen wollte. Man hat sich, warum auch immer, die Idee da genommen und sagt, wir schaffen uns den Ordensstaat in Frankreich. Und zwar im Süden Frankreichs, dort in Okzitanien, also wo man gerade die Katarer niedergeschlagen hatte. Und dort unten in dieser Ecke, die ja gerade erst mal 150, 180 Jahre an das französische Königreich angeschlossen war, dort gehen wir hin und machen unseren Ordensstaat daraus. Ist natürlich nachvollziehbar, dass das nicht unbedingt den Beifall des französischen Königs fand, der dort sozusagen einen Teil seines gerade eben erworbenen Landes beraubt werden sollte. Und die Idee, dass jetzt so ein Orden mit dieser paneuropäischen Macht plötzlich sozusagen finanziell alle großen Dynastien in Europa in der Hand hat, das fanden die anderen natürlich auch nicht gerade so witzig. Und da braute sich etwas zusammen gegenüber den Templern, und zwar vor allen Dingen auf Initiative des französischen Königs. Der war in permanenter Geldnot. Also, dass der Staat permanent pleite ist und immer Geld braucht und sich immer neue Sachen einfallen lässt, um an das Geld zu kommen, ist also nicht ein Zeichen unserer Zeit. Das hat sich so durch die Jahrhunderte gezogen. Und wie gesagt, bei den Templern war es eben der französische König, der Geld brauchte. Als erstes hat er die Juden aus seinem Land geworfen. Die mussten entweder zwangskonvertieren und dann eine entsprechende Gebühr bezahlen, oder sie gingen ihrer Güter verlustig und wurden aus Frankreich hinausgeworfen. Das war sozusagen der erste Beutezug, den sein Kanzler Nogaré da ausgeklügelt hatte. Und das brachte Geld, aber nicht genug. Denn der französische König Philippe le Bel stand gerade bei den Templern mit einem, ja, kann man sagen, unwahrscheinlicher Summe in der Kreide. Er war aber wirklich ein selbstbewusster Mann. Ja, man kann Vergleiche in die heutige Zeit ziehen, die überlasse ich unseren geneigten Zuhörern, wenn man das vielleicht vom geistigen Auge sieht. Auf jeden Fall hatte der Philippe le Bel nichts Besseres zu tun, als bei den Templern aufzuschlagen und zu sagen, ja, wisst ihr was, ihr seid ja jetzt bei mir hier im Lande und eigentlich, ich habe mir überlegt, ich könnte euer Großmeister werden. Also euer jetziger Chef hier, der Jacques de Molay, der ist ja eh alt und geht bald in Rente oder segnet zeitlich. Dann könnte ich eigentlich euer Großmeister werden. Und wisst ihr was? Und damit wir da auch ein bisschen Ordnung drin haben, so diese demokratischen Wahlen, die ihr da immer macht, so im Orden, dass da die Brüder abstimmen, wer hier der nächste Großmeister ist, das lassen wir mal beiseite. Wir machen das Amt erblich. Also meine Nachfahren hier, mein Sohn, ja, der ist dann euer nächster Großmeister. Das machen wir so. Und wie Templer gesagt, also mein lieber Philippe le Bel, interessante Idee, aber wir haben einen Gegenvorschlag.
zahl erstmal deine Schulden bei uns ab, dann können wir eventuell reden. Das hat den Philipp Lebel natürlich sehr aufgebracht und sein Kanzler Nogaré schmiedete die nächste Intrige. Die richtete sich diesmal gegen den Orden. Und zwar hat man einige Templer, also Ex-Templer, genommen, die aus dem Orden herausgeworfen worden waren. Das war eigentlich das Schlimmste, was einem Templer passieren könnte. Also wenn man sich richtig daneben benommen hatte, wenn man wirklich die Gemeinschaft geschädigt hatte, dann gab es also keine körperlichen Strafen oder Lebensstrafe oder sowas. Also wurde man nicht zum Tode befördert, sondern man ging des Mantels verlustig. Das heißt also, man musste die Abzeichen des Ordens ablegen. Heute beim Militär würde man sagen, man wurde in Unehren entlassen. Es war die schlimmste Strafe, die es überhaupt gab. Und einige dieser Leute hat man ausfindig gemacht und die hat man nicht umsonst aus dem Orden geworfen, ja. Aber die waren plötzlich Kronzeugen und fingen an, Geschichten zu erzählen. Über Götzendienste, über homoerotische Praktiken, über Gotteslästerungen und so weiter. Und das nahm der französische König als Anlass, um den Papst zu ersuchen, den Orden aufzulösen. Der Papst hat alles getan, er war ein schwacher Mann. Er saß nicht in Rom zu dieser Zeit, er saß in Avignon, eigentlich auf französischem Territorium, war also doch da sehr angreifbar. Und trotzdem hat er alles getan, um sozusagen das aufziehende Unwetter von den Templern abzuwenden. Und es gibt einige neue Dokumente, die beweisen, dass er zumindest den Ordensoberen, also der Ordensführung, bescheinigt hat, dass sie keinerlei Verfehlungen begangen haben und dass der Orden rein und katholisch und gerecht ist, so wie es der Jacques de Molay auch immer wieder beschworen hat, und dass er ihnen sogar die Absolution erteilt hat. Nichtsdestotrotz setzte sich der Philipp Lebel über die Intervention des Papstes hinweg und am 13. Oktober 1307 wurden in seinem Herrschaftsbereich alle Templer gefangen genommen und überwiegend in ihren eigenen Komtereien gefangen gesetzt. 13. Oktober war ein Freitag. Und hier haben wir den Beleg für den Schwarzen Freitag. Hintergrund, viele nehmen den Schwarzen Freitag für den Börsenfreitag an von 1929. Das war auch ein Freitag, aber das war nur eine Wiederholung der Geschehnisse. Der eigentliche Schwarze Freitag war der von 1307. Denn bis dahin gab es kein finsteres Mittelalter. Bis dahin blühte Europa wirtschaftlich und kulturell. Nach dem Ende des Tempelordens, da kamen die dunklen Zeiten. Da kam der Hundertjährige Krieg, da kamen die Seuchen wie die Pest und da verfiel das alte Wissen, da verfielen die Verkehrswege, da war alles wieder sehr, sehr unsicher. Und das hat unser Bild vom Mittelalter geprägt, nicht die Templerzeit. Zu Zeiten der Templer, da wurden die Menschen ähnlich alt wie wir und Grabfunde bestätigen, dass sie auch eine ähnliche Konstitution, eine ähnliche Körpergröße hatten. Wenn man aber mal in historische Museen geht und schaut sich Harnische an, aus der Zeit von ein oder anderthalb Jahrhunderten später, also Ende des 14. oder des 15. Jahrhunderts, dann denkt man, diese Harnische sind für Kinder gemacht. Aber die waren für Erwachsene. Das hat mit Mangelernährung zu tun, mit natürlich auch einer Veränderung des Wetters. Also da gab es dann eine kleine Kaltzeit, die das ihre dazu beigetragen hat. Aber das könnte man sagen, war vielleicht doch die Strafe für das, was man den Templern angetan hat. Der französische König ließ die Templer verurteilen. Es gab also Folterungen, es gab Hinrichtungen. Und die Ordensoberen waren in einigen Burgen, vor allem voran Chinon im Tal der Loire, also gelegen am an der Vienne und in der Burg von Dombes, das ist in im Gebiet des heutigen Périgord, waren sie eingekerkert und wurden auch verhört, aber sie haben sich natürlich geweigert zu kooperieren, sie haben geweigert, da irgendwas zuzugeben, was sie nicht begangen hatten. Die ganze Aktion, die Philipp Lebel da begonnen hatte, erwies sich als ein gigantischer Fehlschlag. Er hatte auf das Barvermögen der Templer spekuliert, das hat er nie in die Finger bekommen. Er glaubte, sich am Wissen der Templer bereichern zu können. Die Ordensarchive sind auch nicht in seine Hände gefallen. Was er bekam, waren die Immobilien. Aber da hatte der Papst ein Wörtchen mitzureden und der hat einen Großteil der Immobilien an die Hospitaliter oder an andere geistliche Orden wie die Zisterzienser oder die Franziskaner, die Dominikaner und so weiter überschrieben. Also so viel blieb dem französischen König von seiner Aktion dann doch nicht. Und das hat ihn natürlich sehr erzürnt, sodass er auch kein Pardon gewähren wollte. Also der Orden wurde dann auf sein Bestreben hin 1312 endgültig aufgelöst. Die Ordensoberen sollten in lebenslange Gefangenschaft gehen. Dort haben aber der Jacques de Molay und zwei seiner Stellvertreter widerrufen, waren damit natürlich rückfällige Ketzer und wurden in Paris auf der Ile de la Cité verbrannt. Dort passierte etwas, was
zur Legendenbildung um die Templer wesentlich beigetragen hat. Zum einen hatte der Jacques de Molay aus den Flammen des Scheiterhaufens heraus den König verflucht, seinen Kanzler Nogaret und den Papst. Er hat sie nämlich alle drei eingeladen, binnen einer bestimmten Frist vor Gottes Richtstuhl zu erscheinen. Und in der Tat ist es so passiert. Nogaret war der Erste. Man fand ihn drei Wochen nach dem Tod des Großmeisters in seinem persönlichen Gemach, in seinem Arbeitszimmer, tot am Schreibtisch vor. Da gab es nur eine Kerze, die einen seltsamen Geruch verströmte. Also möglicherweise ein Giftanschlag. Der Papst, so wie vorhergesagt oder wie von Jacques de Molay prophezeit, starb drei Monate nach dem Tod des Großmeisters ja an der Dysenterie, also an der Ruhr oder an einer Durchfallerkrankung. Kann natürlich auch eine Vergiftung gewesen sein. Und auch Philippe le Bel sollte sich des geraubten Gutes nicht lange erfreuen können. Ein knappes Jahr nach der Hinrichtung der Templer hatte er einen Jagdunfall. Also sein Pferd soll gescheut haben, er fiel vom Pferd und hat sich das Genick gebrochen. Wovor das Pferd scheute oder wer das Pferd zum Scheuen brachte, das ist bis heute ungeklärt. Aber sicher ist, dass sich in diesem Zeitraum noch jede Menge Templer auch im restlichen Europa auf freiem Fuß befanden. Und da könnte schon der eine oder andere für eine solche Aktion da in Frage kommen. Also der Fluch der Templer wurde legendär. Das zog sich hin bis zur Französischen Revolution, als der letzte französische König, der Ludwig der 16., mit der Guillotine hingerichtet wurde, sprang ein Unbekannter aus der Masse, die diese Hinrichtung da verfolgt hatte und auch frenetisch applaudierte, sprang er auf das Schafott, tauchte seinen Säbel in das Blut des enthaupteten Königs und rief der Menge zu: Jacques de Molay, jetzt bist du gerecht. Also was man da auch immer hineininterpretieren will, ob das jemand war, der da so seine persönliche Fantasie auslebte oder einer der Nachfahren der Templer, kann man darüber spekulieren. Wie gesagt, das Geheimnis der Templer lebte nach dem Ende des Ordens fort, hing natürlich auch damit zusammen, dass nicht überall in Europa so rücksichtslos gegen den Orden vorgegangen wurde wie in Frankreich. Der französische König hatte zwar seine königlichen Mitregenten da aufgefordert, in ihren Kronlanden ebenso zu verfahren mit dem Orden, wie er das gemacht hat, aber die meisten haben darauf schlicht keine Lust. In England, wo ähnliche drakonische Maßnahmen drohten, zogen sich die Templer nach Schottland zurück. Das war damals gerade im Unabhängigkeitskampf befindlich unter Robert de Bruce, wobei man Robert de Bruce, die meisten kennen ihn aus dem Film mit William Wallace, ne? Also Braveheart, dort tut man ihm eigentlich bitter Unrecht. Ne? Also Bruce war sicherlich ein rücksichtsloser Realpolitiker, aber er war kein Verräter. Und es gibt, das vielleicht hier angemerkt, eine kleine Miniserie, die nennt sich The Outlaw King. Und die sollte man sich anschauen, wenn man sich mit der Person von Bruce ein bisschen näher beschäftigen will. Aber es gibt auch einen Film, Robert de Bruce. Robert de Bruce, ja, der ist auch sehr sehenswert. Das stimmt mir viel, das mir die, ich glaube Netflix oder HBO, die das jetzt gemacht haben, fiel mir das ein. Und die in England zogen sich die Templer natürlich dort nach Schottland zurück. Aus Irland bekamen sie Unterstützung. In Spanien und in Portugal gab es eigentlich gar keine Verfolgung. Ganz im Gegenteil, der portugiesische König hat immer gute Geschäfte mit den Templern gemacht und dann gesagt: Passt auf, Jungs, sieht alles nicht so gut aus für euch. Wir machen hier einen kleinen Deal. Euer Großmeister ist gerade in Rente gegangen hier. Also derjenige, der portugiesischen Zweig der Templer leitete. Ich übernehme den Laden mal und wir machen es erblich. Und die Portugiesen haben gesagt: Okay, wir kennen uns eigentlich und du bist ein netter Kerl, machen wir so. Sondern passt auf, und ihr bekommt als Zeichen eurer Läuterung, kriegt ihr in euer Symbol, in euer rotes Tatzenkreuz, was ja über Jahrhunderte das Symbol der Templer war, bekommt ihr ein kleines weißes Kreuz rein. Das heißt, ihr seid jetzt wieder reingewaschen und ihr nennt euch natürlich nicht mehr die Templer. Der Name bedeutete ursprünglich eigentlich die armen Ritter vom Tempelberg Salomonis zu Jerusalem. Das ist eigentlich der ausführliche Name, deswegen eben die Tempelherren, weil sie auf dem Tempelberg ihr ursprüngliches Quartier hatten. Und er sagt, so könnt ihr euch nicht mehr nennen, ihr nennt euch am besten die Christusritter. Und so da überdauerte der portugiesische Zweig der Templer sogar bis ins 20. Jahrhundert. Also man kann schon sagen, es gab legitime Erben des historischen Ordens eben gerade auf der Iberischen Halbinsel. Auch in Deutschland
haben sich die meisten Templer dann anderen Orten, vor allen Dingen dem Deutschscharnorden, angeschlossen. Das heißt, das Erbe der Templer lebte fort, aber das hat natürlich nicht nur die Legende begründet, sondern eben dieses seltsame Verschwinden des Templerschatzes, wobei den Templerschatz gab es wahrscheinlich nicht, weil jedes Landgut, also jede Komturei war angehalten, sich selber zu versorgen. Die Überschüsse wurden dann an die Präzeptorei, also die Gebietsverwaltung, abgeliefert. Die koordinierte dann die Abgaben an das zentrale Hauptquartier, das sich ursprünglich dann in Jerusalem, später in Zypern, letztlich in Paris befunden hat. Und dort wurde dann über die Verwendung der erwirtschafteten Mittel entschieden. Das heißt also, jede Komturei, jede Präzeptorei hatte auch ihr eigenes Barvermögen. Aber selbst das ist verschwunden. Also man hat Berichte, man hat Chroniken, man hat Urkunden von diesen Durchsuchungen, und teilweise waren die königlichen Herrscher so enttäuscht, dass sie schrieben, ja, die ganzen Geschichten, die über die Templer kursieren, das ist ja alles nur Lüge, die sind ja eigentlich arm wie die Kirchenmäuse, die haben da überhaupt nichts in ihren Konto rein und wir haben uns so eine Mühe gemacht und das alles für dich sind wieder nichts. Es gibt aber Hinweise, dass das wirklich nur eine Tarnung gewesen ist, denn einige der gefangenen Templer sagten aus, dass ein Konvoi von über 40 Lastwagen einige Tage vor dieser Verhaftungsaktion mit etlichen Templern westlich aus Paris herausgebracht worden wäre. Unter anderem ist auch der Schatzmeister der Templer verschwunden. Etliche andere noch aus der, würde man sagen, zweiten oder dritten Führungsreihe des Ordens, sehr viele von den dienenden Brüdern, also den Sergeanten und auch die Templerinnen, die sind einfach verschwunden. Und da kann man sagen, wohin? Ja, jetzt kommt natürlich die Logistik der Templer ins Spiel. Die hatten natürlich eine eigene Flotte. Ja, sie haben also die Leute, die sie ins Heilige Land gebracht haben, haben sie entweder auf eigenen Schiffen oder auf angemieteten Schiffen transportiert. Es gab auch Häfen im Mittelmeerraum, zum Beispiel in Genua, in Pisa, in Venedig, aber auch in Marseille, in Toulon und in Cadiz verfügten die Templer über entsprechende Niederlassungen, also Komtureien, von denen aus dann diese Seeverbindungen im Mittelmeer betrieben wurden. Wenn man nach England oder Skandinavien wollte, hatte man in Frankreich die Kanalhäfen, wie zum Beispiel Calais oder Dieppe oder Le Tréport. Ich grüße dich, lieber Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für, wie ich finde, wichtige Informationen für dich. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet, 10% Inflation für dein Vermögen auf die nächsten 30 Jahre? Ich habe ein Beispiel für dich. Bei einer Anlage von 100.000 Euro bleiben nach 30 Jahren bei 10% Inflation knapp 4.000 Euro übrig. Wie du das umgehst, und wenn du da keine Lust drauf hast, dass dein Vermögen von Woche zu Woche, von Monat zu Monat schmilzt, dann schau dich mal auf meiner Homepage um, dort findest du den Reiter Vermögensschutz. Und da hast du auch die Möglichkeit, mit mir einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Denn um dieses Thema drumherum gäbe es noch sehr viel mehr zu sagen. Aber das machen wir dann persönlich in einem Gespräch. Und jetzt geht's weiter mit diesem Video. Dann gibt es aber einen Hafen, der komplett aus diesem Muster herausfällt. Da befindet sich an der Westküste Frankreichs La Rochelle. Ja, ist sicherlich bekannt. La Rochelle ist eine Templergründung. War einfach ein kleines Fischerdorf, das erst von den Templern zum Überseehafen ausgebaut wurde. Und dort lag die Westflotte des Tempels. Das waren 18 große Schiffe, 18 große Galeassen, eine unbekannte Anzahl von kleineren Einheiten, also Segler und Galeeren, die dort stationiert waren. Die Flotte hatte einige Besonderheiten. Die segelte nur bei Nacht. Die war bemannt mit Leuten, die aus dem Nord- und Ostseeraum stammten, also mit Dänen, mit Schleswigern, Holsteinern, Leute aus dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Saarland, also erfahrene Seefahrer, Erben der Wikinger, aber keine Franzosen. Man hatte also eine natürliche Sprachbarriere zwischen den Einheimischen in La Rochelle und den Besatzungen dieser Schiffe. Die konnten also erzählen, was sie wollten. Die Einheimischen haben es nicht verstanden. Und die Schiffe der Westflotte waren mit Angel gestrichen. Das ist eine Mischung aus Bleiweiß und Holzkohle. Die wurde eigentlich nur für den Unterwasserrumpf benutzt, damit sich keine Bohrmuscheln oder ähnliches Getier dort ansiedelten und die Manövrierfähigkeit des Schiffes beeinträchtigten. Die Templerschiffe waren komplett über alles gestrichen, also grau wie moderne Kriegsschiffe. Das heißt, man hat sie kaum gesehen auf dem Meer. Und wenn man sich mal mit La Rochelle, mit den Chroniken beschäftigt, dann gibt es unzählige Gerichtsfälle, wo sich die Fischer von La Rochelle bitterlich darüber beschweren, dass dieses Templergeschwader bei Nacht und Nebel ankommt, über ihre Netze hinwegsegelt oder gar ihre kleinen Boote da versenkt, und sie wollten natürlich immer Ersatz vom Orden haben, und die haben sich immer strikt geweigert, da überhaupt was zu erzahlen. So nach dem Motto, wenn ihr in unserem Weg seid, habt ihr selber Pech gehabt.
was diese Ordenskalären gebracht haben, darüber streitet man bis heute. Es gibt aber ein interessantes Buch, das ein Franzose, der Professor Jacques de Mailly, geschrieben hat. Und das heißt Die Templer in Amerika oder das Silber der Kathedralen. De Mailly hat einfach sich die Mühe unterzogen, mal die Geldströme während des Zeitalters der Kreuzzüge nachzuvollziehen und hat festgestellt, zum Ende dieses Zeitalters gab es erheblich mehr Gold und Silber in Europa, als eigentlich hätte da sein dürfen. Da waren etliche 100 Tonnen Silber mehr da und etliche Dutzend Tonnen mehr Gold. Bei aller Liebe den Plünderungen im Heiligen Land und den Verbindungen, wo man sagen kann, ja, möglicherweise hat man in die arabische Welt, hat man nach Indien sogar Verbindungen gehabt. All das erklärt das nicht. Jetzt ist der Professor de Mailly noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, naja, schauen wir uns mal 200 Jahre später die Eroberung der neuen Welt an. Da schreibt der Eroberer Mexikos, der Spanier Cortes in seinen Kriegstagebüchern, dass ja die Einheimischen dort, die Azteken und so weiter, sie wären alles Heiden und Götzenanbeter, aber europäische Bergbautechnik, die würden sie beherrschen. Oder ihre Väter hätten sie zumindest beherrscht, weil er hat Minen nach europäischem Muster im Land der Azteken gefunden. Das hat ihn in großes Verwundern versetzt. Und ich selber habe mich gewundert, warum die Leute von Hernando Cortes die Edelfräulein am Hofe des Aztekenherrschers heiraten wollten. Man hat ja noch bis ins ausgehende 18., teilweise Anfang des 19. Jahrhunderts diskutiert, ob die Einheimischen in der neuen Welt überhaupt eine Seele haben. Das heißt, ob man die wirklich wie Menschen behandeln müsse oder ob es reicht, wenn man sie wie Tiere behandelt. Ja? Diese Diskussion gab es in politischen und kirchlichen Kreisen bis ins 19. Jahrhundert. Und dann sage ich aber, die ersten Konquistadoren, die streiten sich sozusagen darum, die Mädels dort zu heiraten, obwohl die haben doch vielleicht gar keine Seele. Ja, dann gab es aber so einen Nebensatz bei Cortes, wo er schreibt, dass die Edelfräulein da in Tenochtitlan, also im heutigen Mexiko-Stadt, am Hof des Herrschers Montezuma eine weißere Haut hatten als die Edelfräulein in Kastilien. Und da haben wir natürlich einen interessanten Hinweis, weil es gibt ja auch in den mexikanischen Legenden die Überlieferung von weißen, heutigen, hochgewachsenen und bärtigen Kulturbringern. Contiki Viracocha in Südamerika, Quetzalcoatl, so wird er in Mexiko genannt, oder Kukulkan bei den Maya, das waren alles diese Wesen. Und Jacques de Mailly hat dort sozusagen noch einen draufgesetzt, hat gesagt, ja, die Templer, ja, die waren in Amerika, die haben mit den Einheimischen dort da Handel getrieben, die haben sich später auch, diese Westflotte der Templer, sich da hinabgesetzt und hatten ein eigenes kleines Reich, bis sie dann von den Azteken überrannt worden sind. Und die Sinclairs da, die sind Ausgang des 14. Jahrhunderts sich hinübergesegelt, nicht, weil sie einen heiligen Gral in die neue Welt bringen wollten, sondern weil die mal schauen wollten, was aus den Templern geworden ist und an diese alten Handelsbeziehungen wieder anknüpfen wollten. Aber die ursprünglichen Entdecker, die setzten die Leute, die das Forschungsteam um Jacques de Mailly noch eher an. Und zwar nach Mailly sind das die Wikinger gewesen. Die halt, wir haben diese Hinweise, dass also der Thorvald Eriksen und sein Bruder, dass die halt dem Norden Amerikas, also Gebiet von heutigen Kanada, unterwegs gewesen sind, nachdem ihr Vater, der Erik der Rote, halt schon so eine Sichtung dieses Landes hatte, aber nie dort an Land gegangen ist. Sie haben das sozusagen dann vollendet, was ihr Vater begonnen hatte. Es gab Wikinger-Siedlungen zumindest in Nordamerika, das ist nachgewiesen, aber es gibt auch Hinweise, dass sie bis in die Karibik vorgedrungen sind. Und die Nachfahren der Wikinger oder einiger Wikinger haben sich natürlich in Frankreich angesiedelt. Wenn man an die Normandie denken, ja, Herzog Rollo, der Gründer der Normandie, war ein Normanne und er ist mit seinen Leuten einfach da hingegangen und hat das Angebot des französischen Königs angenommen, bekehr dich zum Christentum, kämpf für mich und du wirst eben Herzog. Und seine Leute haben gesagt, okay, wenn du das machst, dann machen wir es genauso, Hauptsache es geht uns gut. Ja. Ihr Wissen und ihre Geschichten, die haben sie natürlich mitgebracht. Und jetzt wird's interessant. Die Gründer der Templer, die ganzen Familien, leiten sich auf normannische Wurzeln zurück. Also das heißt, das waren auch Nachfahren der Wikinger. In den Familien gab es mit Sicherheit auch Wissen über eine Welt jenseits des großen Ozeans. Und das haben sie dann offensichtlich ausgenutzt und haben in diese neue Welt Handelsbeziehungen geknüpft. Das dürfte eines der am sorgfältigsten gehüteten Geheimnisse der Templer gewesen sein. Und es gibt tatsächlich bis
1305 in den Einträgen der Chroniken von Calais, aber auch von Dieppe, immer den Hinweis, dass die Schiffe des Tempels mit dem Brasilholz kommen, das heißt Tropenholz. Und tatsächlich haben wir in der Normandie noch einige Einrichtungsgegenstände in alten Schlössern, die wirklich aus Tropenholz aus Mittel- und Südamerika gemacht worden sind. Und die Baumringbestimmung, die haben eben gezeigt, die Altersbestimmung, auch anhand der C14-Methode, ist tatsächlich lange vor Kolumbus gefällt und nach Europa gebracht worden. Große Frage, wie könnte das funktionieren? Antwort, ja, es waren die Templer. Ja, die hatten also diese überseeischen Beziehungen und haben die natürlich genutzt, um sich abzusetzen. Wer jetzt sagt, ja, das ist eine schöne Geschichte und das ist eigentlich gar nicht möglich. Diese überseeischen Beziehungen waren schon in der Antike möglich. Und das hat sogar jemand aus der Schulwissenschaft, der Professor Giffron, schlagkräftig nachgewiesen. Der hat sich mit der Geschichte Karthagos beschäftigt und Karthago wurde ja in den drei punischen Kriegen von den Römern besiegt. Karthago hatte aber auch Verbündete, die Völker der Balearen, Völker aus dem Gebiet des heutigen Katalonien und aus dem Baskenland. Und nachdem Rom Karthago niedergeworfen hatte, wollte es sich natürlich auch an den Verbündeten der Karthager rächen. Die wussten das und gesagt, alles ist besser als römische Gefangenschaft und Sklaverei, nix wie weg. Sie haben ihre Schiffe genommen und sind erstmal jenseits der Säulen des Herakles, also heraus aus dem Mittelmeer, hinein in den Atlantik geflohen, also jenseits von Gibraltar. Die Kanaren waren im Mittelalter und auch in der Antike bereits bekannt. Das heißt, sie haben sie erstmal dorthin abgesetzt. Sie waren jetzt erstmal raus aus dem römischen Einflussbereich, hatten aber immer noch die römische Flotte an den Hacken. Und da haben sie gesagt, egal was da hinter dem Horizont westwärts ist, alles ist besser als römische Sklaverei. Also Segel gesetzt und in die Ruder sich gelegt und weg. Ja, und irgendwann sind sie wahrscheinlich tatsächlich in Südamerika gelandet, in der Nähe vom Amazonas und sind dann über Generationen hinweg bis in das Bergland zwischen dem heutigen Brasilien und Chile und Peru vorgedrungen und haben sich dort niedergelassen, weil da fanden sie Bedingungen, die ähnlich waren wie in ihrer Heimat. Und bis heute kennt man sie dort als die Chachapoya, die Nebelwaldkrieger. Und der Professor Giffron ist denen im Urlaub sozusagen begegnet, war fasziniert, weil er glaubte, die Kultur irgendwoher zu kennen. Also dann an seiner Arbeit zurückgekehrt ist im mediterranen Raum, wo er sich mit seinen Forschungsprojekten beschäftigte, wurde ihm klar, woher die Chachapoya kannte, nämlich von seiner Arbeit. Und dann hat er alles daran gesetzt, diese Verbindung zu beweisen. Es ist ihm gelungen, mit ganz wissenschaftlichen Maßstäben inklusive genetischen Untersuchungen. Und wir können sagen, die Chachapoya sind tatsächlich die Nachfahren von Basken, Galiziern, Katalonen und Leuten, die von den Balearen kommen. Das hat er nachweisen können, inklusive auch der Werkzeuge, der Waffen, der Geräte, die sie bis heute verwenden. Und wenn das in der Antike möglich war, warum soll das ein Templer mit weiterentwickelten großen Schiffen im Mittelalter nicht auch möglich gewesen sein? Und ja, es gibt eine Geschichte, die mich persönlich dort auch ein bisschen betrifft. Es gibt diese Geschichte von dem sprechenden Kopf der Templer. Das war ja eine dieser Vorwürfe, die man dem Orden gemacht hat, dass also so ein Teufelshaupt, also diesen Baphomet anbeten würde. Und ja, ich war aus anderen Gründen 2012, da am 21.12. in Mexiko. Ich hatte einige Jahre vorher einen Kristallschädel bekommen, unter sehr seltsamen Umständen, können wir bei Gelegenheit mal vielleicht auch drüber sprechen. Und den habe ich zum Treffen dieser Kristallschädel, das da prophezeit worden war, gebracht. Und ja, dort bin ich auch den Nachfahren der Templer begegnet, um das mal abzukürzen, und habe von ihnen einen Kristallschädel im Austausch sozusagen erhalten. Und sie hat mir versichert, es sei dieser Kristallschädel gewesen, den der Orden besessen habe, der sozusagen der Berater der Ordensoberen war und den man dann in diesen Baphomet umgedeutet hätte. Ja, und seit 2012 begleitet er mich auf meinen Lesungen, auf meinen Vorträgen, auf den Seminaren und Reisen, die ich mache. Das vielleicht zum Abschluss. Und wenn jetzt einer sagt, naja, gibt es denn die Templer bis heute in Mexiko definitiv und die Erben der europäischen Templer in Portugal sicherlich auch. Es gibt Spekulationen, dass die Templer die Gründer der Schweiz seien. Ist, finde ich, eine schöne Legende, weil man die Schweizer Freunde dann ein bisschen umgedeutet, ne? Also die konträren Formen. Und weil die Schweizer sind ja auch so die geborenen Banker, dass man gesagt hat, ja, eigentlich sind es doch bloß Bergbauern, da muss doch jemand gewesen sein, der ihnen das beigebracht hat, und das könnten die Templer sein.
ist eine interessante Idee, würde ich jetzt nicht gänzlich von der Hand weisen, zumal sie ja auch in anderen europäischen Ländern aktiv gewesen sind. Wir hatten vom Robert de Bruce gesprochen, die große Schlacht von Bannockburn. Davon hat man sicherlich gehört, wenn es um die schottische Unabhängigkeit geht. Das war ja das Ereignis, was den Schotten sozusagen 400 Jahre Unabhängigkeit beschert hat. Und ja, noch bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts war es eigentlich ganz üblich, dass man gesagt hat, ja, es waren nicht die Schotten allein, sondern es waren die Templer, die sozusagen die Schotten unterstützt haben. Irgendwann hat sich dann so nach dem Zweiten Weltkrieg die Meinung durchgesetzt, nein, also das waren so die patriotisch gesinnten Pferdeburschen und Marketenderinnen aus dem schottischen Tross, die dann, als die Schlacht auf Messerschneide stand, dann ihre Kanthölzer und Schürhaken gepackt hätten und sich da von ja, patriotischem Feuer entflammt in die Schlacht geworfen hätten. Ja, ja, ist eine schöne Geschichte. Passt zu Hollywood und passt zu Braveheart und so weiter, aber historische Realität geht ein bisschen anders, weil die Engländer hatten auf ihrer Seite sehr erfahrene Truppen. Die waren auch zahlenmäßig überlegen und das waren Leute, die waren kampfgewohnt. Also die laufen nicht vor irgendwelchen Trossburschen davon und vor den Mägden da schon gar nicht, sondern die hat eigentlich nur das Hasenpanier gepackt, wenn sie sich im Angriff gegenüber sehen, von dem sie wissen, dem können sie nicht widerstehen. Und ich sag mal, was eine massierte Panzerattacke im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, das war eben der Ansturm einer solchen Eliteeinheit wie der Templer im Mittelalter. Und wenn die dann noch mit ihren Insignien auftraten, mit dem markanten Roten Kreuz, die weißen Mäntel übrigens, die man überall in diesen ganzen Filmen sieht, sind auch Hollywood, weil weiß im Feld ist sehr unpraktisch. Das weiße Kleid und den weißen Umhang, das war die sozusagen die, das Haushabit oder das Paradehabit, also die Paradeuniform. Im Kampf trug man schwarz mit dem Roten Kreuz drauf. Aber man stelle sich so eine Front von schwarzen Reitern mit dem Roten Kreuz da vor, die auf ihren Schlachtrössern den Engländern dort entgegendonnern. Das hat dann schon eher den Grund für diesen, sagen wir mal, panischen Rückzug der Engländer da geben können. Dort gibt es also bis heute in Schottland, gibt es auch einige nette Kollegen auf YouTube, die aus Schottland kommen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und einfach mal schauen in Bezug auf die Schlacht von Bannockburn, da gibt es entsprechend Beiträge, wo das Ganze auch sehr eingehend beleuchtet wird und man auch die historischen Hintergründe findet. Und sicherlich haben die Templer auch mit ihrem Wissen die entstehende Freimaurerei beeinflusst. Also auch diese Idee, das sagt ja, das führt sich aufs Templerische mit zurück, würde ich nicht ausschließen, weil die Templer waren ja die Architekten der großen Kathedralen. Natürlich brauchten die Bauingenieure, natürlich brauchten die Gewerke, Handwerker, die das ausführten. Die hatten diese Bauhütten und diese Bauhütten hatten ihre ganz eigene Sprache, ihre ganz eigenen Zeichen, weil man natürlich eigene Wissen nicht unbedingt an die Konkurrenz weitergeben wollte. Das war ebenfalls klar. Nach der Auflösung des Ordens haben sicherlich viele von den Templern auch Zuflucht in den Bauhütten gesucht und sie brachten ihr Wissen mit, konnten sich dort nützlich machen. Nachdem die Zeiten sich wandelten, das Geld für die großen Kathedralen ausging, die niemand mehr bauen wollte oder konnte, da haben sich natürlich auch die Bauhütten eher um anderen Zweck zugewandt und da ging es dann eher um die geistige Entwicklung. Und das mögen mit die Ursprünge der Freimaurerei gewesen sein, die eben von den Templern beeinflusst worden sind. Interessanterweise gibt es im schottischen Ritus der Templer, ich kenne das nur von jemandem, der dort in dieser Freimaurerei beheimatet ist, ich selber bin kein Freimaurer, dort in diesem Hochgrad-Freimaurer im schottischen Ritus gibt es den 33. Grad, also die Hochgrad-Freimaurer gibt es zum 99. Aber der 33. ist ein sogenannter Rachegrad, das ist der Grad der Templer. Und die Einweihung in diesen Grad erfolgt, indem man symbolisch mit seinen Brüdern, die einen sozusagen dort einweihen, in diesen Grad eine Mauer niederreißt. Und hinter dieser Mauer steht eine Replik der Bundeslade in den Originalabmessungen. Also das könnte auch darauf hindeuten, was die Templer wirklich in Jerusalem gefunden und mit nach Europa gebracht haben. Dazu muss man sagen, die Bundeslade galt ja seit der Eroberung Jerusalems durch die Römer als verschollen. Und man hat auf dem Titusbogen in Rom, also wer da mal am Kolosseum da sich umschaut, sollte sich den Titusbogen mit betrachten. Dort sieht man, was der Titus an Schätzen aus Jerusalem mitgebracht hat. Da sieht man also den Tisch der Schaubrote und die Menora im Triumphzug, aber nicht die Bundeslade. Also die haben sie wahrscheinlich nicht in die Finger bekommen. Dieses
Tempelgeschosse, wie man es nennt, also Menora und der Tisch der Schaubrot und andere Sachen, sind dann von den Westgoten geraubt worden, später an die Vandalen übergegangen. Den Vandalen hat es nie Glück gebracht. Also den Räubern hat es nie Glück gebracht. Und deswegen haben die dann, nachdem sie von Byzanz geschlagen worden waren, die Byzantiner das übernommen hatten, haben die das Tempelgeschirr wieder nach Jerusalem gebracht, haben es dort wieder den Ruinen des Tempels den Juden übergeben und gesagt, sie sollen das behalten. Also man will es in Byzanz nicht haben, weil es bringt eben Unglück. Und damit war spätestens seit dieser byzantinischen Zeit das Tempelgeschirr auch wieder in Jerusalem, genau wie die Bundeslade, die wahrscheinlich gut verborgen war. Es gibt diese Geschichte, dass sie in Äthiopien sein soll, die ist mir bekannt, wobei das, was dort gezeigt wird, erscheint mir eher als eine Darstellung der Tafeln, also von Abmaßen her passt das für mich nicht ganz. Also ist auch der Grund, weil wenn man die Geschichte in Äthiopien sieht, dass dort die gesamte Bevölkerung zum Judentum übergetreten ist und man natürlich dann eine Story brauchte, um sozusagen die enge Verbindung da von Äthiopien an das traditionelle Judentum zu finden, eignet sich natürlich zu sagen, ja, man hat die Bundeslade, also das Allerheiligste sozusagen, nach Äthiopien gebracht. Wie gesagt, ist umstritten, kann man sicherlich verschiedene Geschichten darüber erzählen, aber das war jetzt meine über die Templer und ihre Schätze. Wahrscheinlich ist es ja Amerika oder das immer noch in Frankreich liegt. Ja, das entweder in Frankreich liegt, also entweder in Südfrankreich, mein Tipp, Big Tippy Garage. Und wenn man die Templer schätze und die Ordensarchive sucht, dann ist man in Mexiko gut beraten, also dort mit Sicherheit, weil, wie gesagt, es gibt diese Nachfolgeorganisation, zwar sind die im Aztekenreich aufgegangen, aber die haben mit Sicherheit ihre Sachen auch noch zur Seite gebracht. Und dort hat meines Wissens noch niemand gesucht. Also dann sind die großen Entdeckungen sicherlich dort zu machen. Und mir geht's nicht um die Bundeslade, mir geht's auch nicht um das Gold, aber die Ordensarchive, die würden mich reizen. Also ja, das ist etwas, wo ich sage, was dort niedergeschrieben ist, was dort an Wissen wartet, das ist mit Sicherheit spannend. Ja. Ja. Erstmal vielen Dank oder so. Also, ne, es ist extrem spannend, dir zuzuhören. Und ich glaube, wir könnten die Sendung von den Palmblatt-Bibliotheken bald wegnehmen und sagen, wir machen einen modernen Indiana Jones draus. Nichts anderes bist du letzten Endes. Der Hinweis, den hast du sicherlich heute auch nicht zum ersten Mal gehört. Ich habe mir so viele Themen eigentlich aufgeschrieben. Du hast sie aber quasi alle beantwortet. Ja, du aber mehr oder weniger bist schon damit reingegangen. Ich finde ja interessant, man muss sich einfach nochmal vielleicht Revue passieren, zu welcher Zeit das eigentlich abgelaufen ist. Und eben die Herleitung zu sagen, einer der ersten Geheimorden, später dann durch das Verbot des Papstes, dann wirklich in den Untergrund getrieben und dann erst wirklich eigentlich expandiert in die ganze Welt. Das ist schon nicht irgendwo hergeholt, ne? Und du hast es auch angesprochen, das Thema Freimaurerei, ich hätte es auch angesprochen noch, da eine Frage gestellt. Es ragen sich eben unfassbare Mythen und das aus gutem Grund eben um diesen Orden. Und wer weiß, und das ist der Punkt, wenn man weiß, im Mittelalter nochmal zurück, Ritter, der lesen kann, schreiben kann, Wissen hat über Astrologie, Heilung, Kampfeskunst natürlich sowieso, geistige Wissenschaften mitgebracht hat oder sowas. Mhm. Da warst du jemand, das ist auch der Grund, warum vielleicht auch der Papst am Ende gesagt hat, er hat es vielleicht offiziell versucht, irgendwie noch zu verhindern, aber ich glaube, auch er hatte ein Interesse gehabt, dass diese Organisation möglichst verschwindet, denn es war ein sehr mächtiger Orden. Ja. Der eben die Anfänge des Bankwesens, die Anfänge des Postwesens, später dann natürlich von Thurn und Taxis dann quasi eigentlich übernommen oder besser gesagt kopiert. Ja. Kopiert, ja. Und auch die stehen ja letzten Endes in Verbindung mit den Templern. Also es reicht bis in unsere heutige Zeit, in die Moderne rein und die Wahrscheinlichkeit eben, du sagst es, gibt es den Orden noch, offiziell gibt es Länder, wo er noch existiert. Ich glaube aber, dass im Hintergrund und im Untergrund sehr wohl das weitergegangen ist, weil wir erleben es ja auch heute noch, viele Mythen, viele Geschichten lassen sich in der Tat letzten Endes auf die Templer zurückführen. Das ist das Interessante eigentlich daran, über die Jahrhunderte hinweg. Da fallen mir noch ein paar Sachen ein, weil du sagtest, in aller Welt, wir hatten jetzt nur die neue Welt angesprochen, aber in aller Welt trifft wirklich zu. Ja, genauso in China. Also, richtig, sie hatten nicht nur Verbindungen dann nach Mittel- und Südamerika. Mhm. Als die Christusritter, also dieser Nachfolgerorden, dann letztlich auf der richtigen Route, also nicht wie Kolumbus, der da bloß mal beim
bei den Christusrittern sozusagen abgeschaut und eine Karte kopiert hatte, ohne wirklich zu verstehen, was er dort in der Hand hielt. Die Christusritter, die Portugiesen, haben ja Indien oder den Weg nach Indien immer auf der richtigen Seite gesucht, nämlich in Richtung Osten, nie in Richtung Westen. Dort hatte der liebe Kolumbus ein bisschen was falsch verstanden. Und als dann die Christusritter unter Vasco da Gama dann tatsächlich Indien erreichten, schreibt da Gama in seinen Logbüchern, und er fand dort bei Goa und den anderen Küstenorten eine große Anzahl guter Christen vor, und diese zahlen hier eine Kopfsteuer wie bei uns die Juden. Gute Christen bedeutet Katholiken in seinem Sinne, im Sinne des ausgehenden Mittelalters. Hätte er jetzt koptische, maronitische Christen oder, sagen wir mal, Gemeinden getroffen, die noch aus der Zeit meines Namenspatrons, nämlich des Apostels Thomas, dort herrührten, wurden, er ist ja der Apostel Indiens. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte er von irgendwelchen Heretikern, Ketzern oder irgendwelchen rückständischen Bauern gesprochen, aber nie von guten Christen. Jetzt ist die große Frage, wie kommen die guten Christen dahin? Es gab damals ein recht bedeutendes Imperium in Südindien, das Reich von Vijayanagara. Das existierte vom 1. Jahrhundert vor unserer Zeit bis ins ausgehende 16. Jahrhundert. Da wurde es von den muslimischen Nachbarn, von den Deccan-Sultanen, dann überrannt und zerstört. Aber bis dahin existierte auch Vijayanagara, die Stadt des Sieges. Die unterteilt sich in zwei große Bezirke, den heiligen Bezirk, in dem heute noch Tempel stehen, und den weltlichen Bezirk, den königlichen Bezirk. Dort gibt es einige Reliefs, die spannend sind, weil die zeigen auch Templerkreuze. Und die Tempel in dem, sagen wir mal, geistlichen oder dem heiligen Bezirk, die erinnern teilweise wirklich an Maya-Pyramiden. Also auch da sehen wir wieder die Verbindungen, diese Reliefs, von denen ich spreche, und diese Bauwerke, die stammen definitiv aus der Zeit vor der Wiederentdeckung sozusagen Indiens durch die Portugiesen. Also die gehen nicht auf die zurück, sondern auf frühere Kontakte, und das könnten eben auch die Templer gewesen sein. Und du sagst das richtig, bis China gab es auch diese Verbindungen. Und wenn man jetzt natürlich über diese, ja, über Untergrundverbindungen spekuliert, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass dort in diesen Ländern sich immer noch auch Wissen hält. Und interessanterweise, wenn wir von Palmblatt-Bibliotheken sprechen, es gibt Texte aus dieser Zeit, wo eben beschrieben wird, dass große Schiffe aus Westen gekommen sind, die Leute aber nicht als Eroberer kamen, sondern sozusagen um Obdach, um Asyl gebeten haben und sich dann am Hof der Herrscher von Vijayanagara nützlich gemacht haben. Also diese Texte findet man unter anderem noch in der Saraswati Mahal, das ist eine große Bibliothek, die zur Universität von Tanjavur gehört. Und die sind teilweise auf den traditionellen Palmblättern geschrieben, teilweise eben auch schon in Buchform. Weil wir gerade bei Büchern sind und noch einen Sprung zurück nach Mittelamerika. Zur Zeit der Eroberung Mittelamerikas durch Cortes hat einer der aztekischen Adligen die Chronik. Und da kam plötzlich heraus, dass schon so ungefähr 150 Jahre vor Cortes da auch schon Weiße aus dem Osten gekommen sind. Und die hatten eine Bezeichnung, die nannten sich die Soldaten vom Hause des Tempels. Und die einzelnen Vertreter, die Führungsoffiziere, wurden dann auch so mit bestimmten Bezeichnungen versehen. Der mit den schlechten Schuhen oder der Prediger. Ja, besser kann man die Templer wohl nicht beschreiben. Ne? Mhm. Und das ist eben auch von den Azteken niedergelegt. Also wir haben hier verschiedene Quellen, wir haben hier auch verschiedene teilweise archäologische Befunde, die zeigen, dass also die Templer, die sich abgesetzt haben, wahrscheinlich zum Teil nach Indien gesegelt sind, die anderen halt in die Karibik, in den mittelamerikanischen Bereich, und dort in den jeweiligen Ländern ein neues Zuhause gefunden haben. Und natürlich dort auch ihr Wissen wieder mitgebracht haben. Es gibt ja, genügend, sagen wir mal, jetzt verlassen wir so ein bisschen den forensischen Bereich, ja, gibt ein bisschen die Mythen oder sowas, dass sie ja durchaus sehr viel älteres Wissen ja schon hatten, ja. Du hast ein bisschen durch die Blume Atlantis-Zeiten angesprochen und so weiter, weil, ne, sie tauchten ja mehr oder weniger während der Kreuzzüge auf, tauchten auf der Bühne auf und waren innerhalb von kürzester Zeit eben über ganz Europa verstreut, hatten, wie du hast auch gesagt, ne, diese Privilegien, das hatte sonst keiner, das kannte man nicht. Sie waren eine Eliteeinheit, aber eben nicht nur im Sinne des Kampfes und des Kodex, sondern auch eben des Wissens.
Ja, und das ist eben genau die Frage, was haben Sie schlussendlich entdeckt? Was ist das Thema der Bundeslade? Ja, da müssten wir die nächste Sendung aufmachen. Welches Wissen ist dort verborgen letzten Endes? Mhm. Ja, also was ist enthalten gewesen? Ich gehe damit wirklich darauf aus, dass man sagt, ja, es ist das Wissen zumindest der Baumeister des alten Ägypten und das ist wieder das Wissen der Baumeister aus Atlantis. Haben sie dann in ihrer, sag mal, im Kontext ihrer Zeit benutzt. Ich hatte vorhin so ein bisschen lächelnd Carcassonne angesprochen, so als Touri-Hochburg in Südfrankreich. Ich will die Stadt nicht abwerten, im Gegenteil. Wer da unterwegs ist, bitte besucht die Stadt, geht dahin, guckt euch das an. Die ist grandios rekonstruiert worden im 19. Jahrhundert. Ist sicherlich ein bisschen mittelalterlicher als ursprünglich mal war, aber sie ist heute noch eine lebendige Stadt und weil wir gerade bei der Bauweise der Templer, bei dieser Lichtarchitektur der Gotik sind, dort gibt es ein herrliches Beispiel, dass man keinen fließenden Übergang von der Romanik zur Gotik haben. Es gibt ja ansonsten bei Baustilen immer mal so Mischsachen, wo man sagt, ja, okay, das ist so die späte Phase von dem und da sind schon ein paar neue von dem anderen Stil dabei. Na, man hat so einen Übergang. Gibt es nicht zwischen der Romanik und der Gotik. Bestes Beispiel, die Kathedrale Saint-Nazaire im Zentrum der Cité, also der Altstadt von Carcassonne. Die haben sie wirklich angefangen, romanisch zu bauen und irgendwann mal haben wir gesagt, hey, und jetzt bauen wir gotisch weiter. Es ist unfassbar, das zu sehen. Man hat diese romanischen Mauern, schwere Tonnengewölbe, kleine Fenster, dicke Mauern. Und dann von einem Tag auf den anderen bauen die dort diese Lichterarchitektur, diese hohen strebenden Bögen, diese riesigen Fenster, die das Licht da hereinlassen. Ein völlig anderer Ansatz, natürlich auch eine völlig andere Bauweise. Und dann frage ich mich natürlich, wo kam dieses Wissen plötzlich her? Das muss man ja irgendwo haben. Und ich hatte mal eine Diskussion mit einem Historiker, der dann gesagt hat, ja, Herr, also ich weiß gar nicht, was Sie da hineingeheimnissen. Wir sehen doch nur die Kathedralen, die stehen geblieben sind. Wir sehen doch nicht die, die zusammengefallen sind. Da habe ich dann gesagt, Kollege, wie viel gibt's denn da? Haben Sie sich schon mal eine Kathedrale angeschaut? Also auch von der Ausdehnung her. Und dann gehen wir davon aus, die haben also versucht, irgendwelche Steinhaufen da aufzuschichten. Und wenn sie ihnen zusammengefallen sind, da haben sie nochmal angefangen, weil die hatten ja damals kein Internet und keine sozialen Netzwerke, die hatten ja Zeit, ne? Das sind also so Aussagen von Leuten, wo ich sage, die haben mit dem realen Leben wahrscheinlich nie was im Hut gehabt. Natürlich muss ich so eine Kathedrale planen und natürlich muss ich dort von Statik Ahnung haben. Und dass es hatten, zeigen ja nicht nur die Kathedralen in Frankreich, sondern auch die in England. Wer mal in Winchester ist, schaut euch das mal bitte an. Die Kathedrale steht in den sogenannten Water Meadows, also im Marschland, im Sumpf. Und man kann sogar an bestimmten Stellen einfach mal den Führer da, die sind ganz nett, das sind alles Ehrenamtliche, kostet nichts, einfach mal bitten zu zeigen, wie hoch das Wasser unter der Kathedrale steht, die haben Messstäbe und bestimmte Plätze, wo man sich das anschauen kann. Und die Stange, die er dann wieder rauszieht, die bis zu 5 Meter lang ist, die ist dann wirklich nass. Und diese Kathedrale steht auf Eichenpfählen, die teilweise sogar angerottet waren, dass man dann im Ausgang 19., Anfang 20. Jahrhundert einen Taucher, den William Walker, beauftragt hat. Der hat dann innerhalb von 10-12 Jahren die Kathedrale sozusagen von unten saniert und gesichert. Jeden Tag allein im Taucheranzug in diesem eiskalten, dunklen Verlies da unten in dieser Finsternis. Aber er hat es geschafft, dass die Kathedrale noch steht. Bloß diejenigen, die es gebaut haben, die haben diese Kathedrale mitten in dieses Marschland gesetzt mit diesen hohen Türmen. Und das ist eine Bauleiste. Dazu brauche ich Statik. Da kann ich einfach sagen, ich versuche es mal. Nur wenn es zusammenfällt, bauen wir es nochmal. Ja, so funktioniert es nicht. Quatsch, das hat es nicht gegeben. Deswegen war ja gerade das Wissen der alten Baumeister und sicherlich auch gerade die Anfänge der Freimaurerei, ohne jetzt in das Gebiet nochmal reinzutauchen. Aber das war eines der begehrtesten Wissen ja überhaupt. Ja, ist also auch gut bezahlt worden, dieses Wissen. Man hat dann nicht jedem das zugänglich gemacht letzten Endes. Eben genau deswegen, weil die Kathedralen stehen heute noch, ja, teilweise 1000 Jahre her und älter. Wir kriegen es nicht geregelt, Dinge zu bauen, die auch nur 200 Jahre halten, ohne dass sie irgendwie anfangen zu wackeln. Und hier sieht man eben die qualitativen Unterschied. Und ich glaube, dabei letzten Endes belassen wir es auch, denn das ist ähnlich wie mit dem Programm Excel. Wir haben alle davon schon mal gehört, da keiner hat, ja, kommt über 1% letzten Endes Benutzung darüber hinaus. Und genauso ist es mit den Templern. Es gäbe so viel zu sagen. Mhm. Liebe Leute, schreibt euch Fragen ruhig in die Kommentare und so weiter. Was wollt ihr denn noch wissen? Eventuell machen wir auch gerne noch mal eine zweite Sendung. Ansonsten definitiv das nächste Thema Kristallschädel. Das ist nämlich, da geht es ja weiter. Ja, es hat
am Ende nicht mehr allzu viel mit den Palmblättern zu tun. Aber wie gesagt, es ist, dein Wissen ist einfach unfassbar. Es ist faszinierend zuzuhören. Ich glaube, es gefällt jedem so, wie es ist. Und das belassen wir auch dabei, dass wir immer mal mehr in diese Thematiken reingucken. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben, wie interessant es sein könnte, sich mal grundsätzlich mit dem Thema der Templern auseinanderzusetzen. Denn man sieht ihre Spuren nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und viele Mythen, Legenden basieren schlussendlich eigentlich auf alten Geschichten oder alten Überlieferungen genau aus dieser Zeit. Ja. Magst du noch ein abschließendes Wort zu diesem Thema oder sagst du, das nehmen wir vielleicht noch als Hinweis mit, Buchempfehlung zu dem Thema oder irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Also was ich erwähnt hatte, die Bücher von dem Jacques de Maillieu, also jetzt nicht nur in Bezug auf die Templer, also die Templer in Amerika oder Silber der Kathedralen, auch die seine vorangegangenen Werke zu dem Thema der Wikinger, also zum Beispiel des Sonnengottes Große Reise oder des Sonnengottes Heilige Steine, einfach mal bei den einschlägigen Plattformen, also jetzt nicht gerade Amazon, also die haben es mit Sicherheit nicht mehr, aber ZVB zum Beispiel, dort findet man solche Sachen. Es gibt Bücher über die Kathedralen von einem guten Kollegen aus Österreich, Tobias Daniel Wabbel, der hat zwei Bücher über die Templer und auch über die Kathedrale von Chartres geschrieben. Hochinteressant, wirklich spannend zu lesen, sich das Ganze mal anzuschauen. Man kann natürlich auch mal in Amerika recherchieren, da gibt's halt bei Boston ein kleines Dorf, die feiern eben jedes Jahr im September nochmal die Ankunft der Templer. Drei oder weiter weiß kein Mensch, was die da machen. Ja, also die fragen sich, was soll das? Ja, aber dort gibt es eben diese Erinnerung noch. Und das Schönste oder so mal das Interessanteste ist, wenn man sich selber vielleicht mal auf die Spuren begibt, ob jetzt virtuell, das kann man gerne im Internet machen, da gibt es entsprechende Seiten, die sich mit dem Orden beschäftigen, mehr oder weniger, sag mal, sachorientiert, also wer jetzt meinetwegen eine Reise auf den Spuren der Templer unternehmen will, der findet dort auch die entsprechenden Plätze, die man sich anschauen kann oder die dort empfohlen werden. Wer jetzt eher sich so mit dem spirituellen Wissen der Templer beschäftigen will, dort gibt es auch entsprechend einschlägige Seiten, einfach dort mal Wissen der Templer eingeben oder Templar Mysteries oder sowas. Also da gibt es unendliche Wissensquellen. Das Templar Lexikon würde ich empfehlen im Netz. Das ist ein virtuelles Lexikon, wo man also auch so über die einzelnen Würdenträger der Templar, über deren Amtszeiten und so weiter, über das, was sie gemacht haben, sich dort mal austauschen, sich das Ganze anschauen kann. Einschlägige Foren gibt es mit Sicherheit auch. Und ja, es ist ein Thema, ja, wie du sagtest, wir haben mit den Palmblatt-Bibliotheken begonnen, aber wenn man sich mal anfängt, mit diesen Themen zu beschäftigen, dann gehen immer weitere Türen auf. Und jetzt sind wir über die Templer zu den Kristallschädeln gekommen. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ja. Ja. Faszinierend ist ja, wie gesagt, das ist mein abschließendes Wort, sich mit Geschichte zu befassen, die 1000 Jahre zurückgeht, und zwar dokumentiert. Und möglicherweise, und das lassen wir jetzt einfach mal offen, noch viel, viel weiter zurückgeht. Ja, dass am Ende das, was wir als Kreuzzüge bezeichnen, schlussendlich vielleicht auch schon eine jahrtausendalte Suche war nach Wissen. Und man dann einfach gesagt hat, so, in dieser Epoche heißen wir jetzt eben Tempelritter. Ja, was auch immer. Ja, weil diese Ansätze oder diese Themen gab es auch schon in den früheren Zeiten. Das ist auch aus Mysterienschulen überliefert und. Und ich hoffe, es ist uns gelungen, oder in dem Fall muss ich sagen, die Ehre gebührt dir. Ich habe 1,5 Stunden mehr oder weniger zugehört. Ja, aber sei es drum, das ist jetzt überhaupt kein Thema. Einfach mal, dass es gelungen ist, in dieser Sendung mal so ein Blick, einen kurzen, kleinen Blick auf das zu geben, was da eigentlich abgelaufen ist und wie sehr dieses Wissen, diese Art und Weise uns auch heute noch überall begegnet. Geht mit offenen Augen durch eine Großstadt, selbst durch Kleinstädte, ja. Mhm. Aber geht mal und wer die Architektur kennt, wer die Zeichen kennt auf gut Deutsch, wird es überall noch sehen, erst recht in, klar, Frankreich noch viel vermehrter als in Deutschland, aber ja, und es reicht bis in die heutige Zeit hinein. Also, und hat wenn immer noch Einfluss auf uns. Die Architektur erwähnt, wenn man sich das kollektive Unbewusste anschaut, die Wirkung der Symbole, ne, die Macht der Symbole, was da alles noch verborgen ist. Ich finde das Interessante, wenn man sich mit diesen Themen auch beschäftigt, eröffnet sich dann ein völlig anderer Blick auf die Welt. Und da geht hinaus über das, was uns im Alltag beschäftigt, auf das, was auf uns einströmt, was uns suggeriert wird, was wichtig zu sein scheint.
es lehrt auch den Blick für die Zusammenhänge. Ich habe es mal versucht, hier ein bisschen so den Bogen zu schlagen. Denn ich gehe davon aus, dass was ich gern mache, ist, ich erzähle diese Geschichten, um bei unseren Zuschauern und Zuhörern hier Interesse für die Geschichte zu wecken. Absolut. Die Wahrheit findet jeder für sich selber. Ne? Ich will das niemandem irgendwie aufdrücken, dass meine Sichtweise die einzige, nein, überhaupt nicht. Aber ich versuche einfach Interesse zu wecken und zu sagen, hey Leute, da gibt es draußen so viel mehr als das, was man euch beigebracht hat oder als das, was euch serviert wird auf dem silbernen Teller. Das müsst ihr nicht nehmen. Schaut mal ein Stück weiter, geht mal durch die Tür, an der andere achtlos vorübergehen und ihr werdet eine ganz neue Welt finden. Definitiv sogar, ja. Ich würde sagen, 40% meiner Bestände an Büchern geht es ausschließlich um Altertumsgeschichte. Ja, genau, weil das eben uns das Fenster in die Neuzeit quasi aufmacht. Und das ist der Punkt. Und ja, manchmal muss man auch den faktischen Rahmen irgendwo verlassen und eins und eins zusammenzählen und dann mal selber das benutzen zwischen den Ohren und feststellen, ja, okay, vielleicht beweisen können wir es nicht, aber es ist schon so nah dran, sehr, ne, dass man einfach sagen könnte, okay, man könnte es zumindest mal als These und Theorie postulieren, was da eigentlich alles abgelaufen ist. Und gerade das Thema Adelshäuser, Blutlinien, du hast die Sinclairs angesprochen und. Vieles wird uns ja in Filmen letzten Endes auch, und Dan Brown hat es auch aufgegriffen letzten Endes. Naja, da ist, wie du schon sagtest, da ist unfassbar viel Hollywood dabei. Mhm. Aber es zieht sich trotzdem wie ein roter Faden durch. Und deswegen machen wir dann beim nächsten Mal auch mit den Kristallschädeln weiter. Ich glaube, das ist auch ein hochspannendes Thema. Das auch wieder viele, viele, viele Mythen dabei. In diesem Sinne, Thomas, habe vielen Dank für deine Zeit, deine Ausführungen heute rund um dieses Thema. Großartig wie immer. Dank dir, Patrick, für die Gelegenheit hier und danke an unsere Zuschauer, weil ohne euch, ne, da würde das alles nicht funktionieren. Das ist wohl so. Schreibt es wieder in die Kommentare bitte. Gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben und wer mag, lässt ein Abo da fürs nächste Video. Herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.